Ja, ich grüße alle Anwesenden ganz herzlich. Die wahrscheinlich einige ziehen es vor, das später zu hören. Das ist verständlich bei dem sensationell guten Wetter für diese Zeit. Aber ich hoffe doch, dass dann der Herbst wird sicher dann doch irgendwann kommen, dass sich dann noch mehr verlocken lassen, auch direkt herzukommen. Der Herbst ist dann mehr die Zeit des Nach-Innen-Gehens und der Meditation, das kann ich schon nachvollziehen. Gut, aber trotzdem wollen wir heute natürlich ein Thema besprechen. Zwar soll es heute um die Leerheit gehen, nichts Geringeres als das. Ich hatte vor einigen Monaten hier schon mal über die Ich-Frage im Buddhismus gesprochen. Das hat natürlich damit zu tun. Aber die Ich-Frage im Buddhismus wird quasi noch getoppt von der Philosophie der Leerheit, die nach den höchsten Philosophien des Mahayana als die letztliche Realität beschrieben wird, die endgültige Wahrheit und das letztliche Mittel, alles Leiden zu beenden sozusagen. Ja, wenn man sich fragt, was wirklich originell ist am Buddha-Dharma, da gibt es natürlich viele wichtige und schöne Sachen, wie Mitgefühl, Geduld, Freigebigkeit, Ethik und so weiter. Wiedergeburt und Karma und so, das gehört sicherlich alles dazu. Aber darauf hat der Buddha quasi kein Copyright. Ne? Das gibt es auch in anderen Religionen. Die meisten indischen Religionen glauben an Wiedergeburt und Karma. Und darüber hinaus gibt es viele Religionen und nicht nur Religionen, sondern sogar Philosophien, die sich um Mitgefühl und Geduld und so weiter bemühen. Das ist also nicht das entscheidende Kriterium dafür, ob es sich um eine buddhistische Lehre handelt, offenbar. Sondern in der Weisheit des Buddhismus kann man etwas Besonderes feststellen, was den historischen Buddha, Buddha Shakyamuni, doch irgendwie einzigartig macht in der Religionsgeschichte und der Philosophie. Und zwar hat er die Lehre des abhängigen Entstehens gelehrt. Man unterscheidet den gesamten Buddhismus in die Ethik der Gewaltlosigkeit, darüber hinaus in die Meditation, die weder eine zu tiefe Versenkung ist, dass der Geist nicht mehr beweglich ist, noch eine Ablenkung beinhaltet, und die Philosophie des abhängigen Entstehens. Wenn man vollständig praktizieren möchte, sollte man möglichst alle drei Bereiche auch beackern. Wenn man sich nur mit Philosophie beschäftigt, wird man keine große Persönlichkeitsveränderung erreichen. Man muss auch die richtige Motivation haben, entsprechende Ethik einhalten und man muss meditieren. Zum Beispiel heutzutage die Schulphilosophie an unseren Universitäten ist ja eine reine Kopfgeburt sozusagen. Die beschäftigen sich sehr intensiv mit philosophischen Fragen. Aber dadurch wird man kein Weiser, geschweige denn ein Yogi, sondern dazu müssen auch Elemente kommen wie ethisches Verhalten und eben Meditation und solche Aspekte. Aber die fehlen heutzutage in unserer Welt. Insofern ist der Buddhismus auch sehr attraktiv von dem Aspekt, dass er Meditation beschreibt und solche Aspekte. Aber eben das eigentlich Spezifische des Buddhismus liegt in seiner Philosophie. Es gibt vielleicht keine Philosophie auf der Welt, die eine so durchgängige Lehre gibt des abhängigen Entstehens. Wem das Wort abhängiges Entstehen zu sperrig ist, das bedeutet, dass alle Dinge in der Welt miteinander in Beziehung stehen. Vielleicht hört man lieber das Wort Beziehung. Ne? Dass alle Dinge zueinander in Relation stehen oder in Beziehung. Darauf kommt es letztlich an. Ja, und man kann das auch holistisch nennen, wenn man einen modernen Ausdruck benutzen möchte, oder ganzheitlich. Der Dalai Lama sagt tatsächlich manchmal, wir sollen den Holismus unter die Leute bringen. Das Wort hat er offenbar von Wissenschaftlern aufgeschnappt, mit denen er ja regelmäßig Konferenzen macht, die Mind-Life-Konferenzen. Und das, was im Buddhismus abhängig ist, entstehen, Paticca Samuppada im Sanskrit oder Pali genannt wird, das scheint er wieder zu entdecken, auch in der Darlegung des Holismus in gewisser Weise.
Ein Modewort ist ja auch geradezu ganzheitliches Denken, ne? Aber es ist richtig, dass wir ganzheitliches Denken lernen müssen. Ganzheitliches Denken bedeutet, dass wir die Dinge im Kontext verstehen müssen, ne? Dass die Dinge ihren Wert und ihre Bedeutung und ihr Wesen eigentlich immer aus dem Kontext erst bekommen. Das ist etwas, was der normale Mensch sozusagen nicht automatisch mit auf die Welt bringt, wenn er die Dinge sieht. Im Buddha-Dharma heißt es, dass wir in einer grundlegenden Unwissenheit leben, schon damit geboren werden. Und das hat damit zu tun, dass wir Dinge als getrennt voneinander empfinden. Ja, das Wort Trennung können wir geradezu streichen. Aus buddhistischer Sicht gibt es nichts, was von anderem getrennt ist. Das ist kein flacher, irgendwie esoterischer Spruch. Alles ist mit allem verbunden. Also, das ist Wissenschaft aus meiner Sicht. Zumindest auf materieller Ebene kann man das heute prima erforschen. Die Elemente unseres Körpers, die kommen aus fernen Galaxien, aus Supernovas und so weiter. Ja, wenn wirklich ein kleines Teilchen in der Welt anders wäre, als es gerade ist, dann wären auch wir anders. Das sprengt einem wirklich den Kopf, ne? Und diese Tatsache, dass alles miteinander verbunden ist, kann man auch anders ausdrücken, nämlich dass alles leer ist von Selbstexistenz. Das ist die andere Ausdrucksweise, die der Buddha benutzt. Das geht in Richtung Leerheit. Beides gehört zusammen. Dass die Dinge in Abhängigkeit zueinander existieren, ist die Begründung dafür, dass sie leer sind. Das versteht man vielleicht nicht sofort und denkt, der Buddhismus lehrt da eine Art von Nihilismus. Das ist aber kein Nihilismus, sondern es bedeutet, wenn alle Dinge ihre Existenz nur in Bezug auf etwas anderes gewinnen, dann haben sie ja keine Eigenexistenz in sich selber. Sie haben kein Eigenwesen. Das hat Nagarjuna insbesondere herausgearbeitet in der späten Philosophie des Buddhismus im Mahayana. Aber wir glauben, dass das auch der Buddha, der historische Buddha, schon angedeutet hat. Aber es vielleicht noch nicht alle Schüler in letzter Konsequenz verstanden haben. Aber es geht eben darum, dass also die alten Griechen zum Beispiel, die ja auch gute Philosophen waren, aber sie gingen selbstverständlich davon aus, dass die Dinge ein Eigenwesen haben müssen. Das heißt, in den Phänomenen ist ihr Wesen begriffen. Oder auch sonst, denkt man. Aber diese Philosophie hier geht darum, dass gerade wenn man das Wesen von etwas wirklich dezidiert sucht, unter endgültiger Analyse, dann findet man das Wesen von etwas nicht in der Sache, sondern nur in Bezug auf etwas, was es nicht selber ist. Das Wesen einer Sache liegt in etwas, was es nicht selber ist, in Beziehung dazu. Ja, das ist schon eine sehr radikale Auffassung. Wie ich schon sagte, ziemlich einmalig in der Philosophiegeschichte. Die meisten, selbst Philosophen, gehen irgendwie davon aus, dass die Dinge ein Eigenwesen haben. Nagarjuna verneint sogar den Begriff Ding. In Hamburg sagt man zwar, das ist ein Ding, aber das ist vielleicht was anderes. Aber Ding ist nach Nagarjuna, da gibt es eine entsprechende Entsprechung im Sanskrit und Tibetischen und so weiter. Man kann Ding so verstehen, als wäre das etwas, was seine Entität in sich selber hat, das in sich selber existiert. Und genau das wird hier verneint, ne? In den modernen Wissenschaften, und das macht einem ja auch gewisse Hoffnung, scheint dieses Erkenntnis sich sogar durchzusetzen. Da ist es nicht mehr fremd, ne? Für den einzelnen Menschen ist das nach wie vor strange, so zu denken. Aber Wissenschaftler, gerade die fortgeschrittensten Wissenschaftler, haben damit keine Probleme. Im Gegenteil, sie fühlen sich da sehr inspiriert von buddhistischen Aussagen. Ich verstehe nichts von Quantenphysik und will auch nicht so tun, als wenn ich das verstehe. Aber man kann ja hier und da mal ein Video hören von Hans-Peter Dörr zum Beispiel, dem großen Quantenphysiker, oder Heisenberg und so weiter. Die reden ähnliche Sachen. Die sagen, letztlich das, was existiert, existiert in Bezug zu dem Betrachter oder dem Subjekt und wird geradezu durch den Betrachter hervorgebracht. Das ist nicht einfach da, wie wir denken, sondern in dem Moment, wo man ein Experiment macht, entsteht das Phänomen, das beobachtet wird. Und es ist nicht so, wie man vielleicht ursprünglich denkt, da ist schon irgendetwas, was so ist und dann erkenne ich das. Nein, Subjekt und Objekt sind miteinander verbunden. Und auch Hans-Peter Dörr erzählt das sehr häufig.
dass man auch in der Quantenphysik die Erfahrung macht, je mehr man versucht, die Dinge zu finden, umso weniger kann man sie greifen. Sie sprechen nur noch von Feldern und gegenseitiger Abhängigkeit mit dem Subjekt. Letztlich unfassbar. Und tatsächlich sprechen Sie auch davon, dass das letztliche Wesen der Dinge reine Potentialität ist. Das heißt, die Dinge sind nicht festgelegt, sondern ein Potenzial verwirklicht sich in dem Moment, wo ein Betrachter es betrachtet. Also das Phänomen zeigt sein Wesen sozusagen in Abhängigkeit von dem, wie man es betrachtet, aus der Perspektive. Also wenn quasi die Wirklichkeit gezwungen wird, sich zu zeigen, diese bloße Potentialität, dann nimmt sie eine bestimmte Form an. Aber diese Form ist nicht objektiv oder an sich, sondern das ist ein Gewand, das es anzieht, wie es sich uns zeigt. Wie so eine Art Schauspieler oder so. Gut, das ist schwer zu verstehen, aber Hans-Peter Dürr sagt zum Beispiel, Materie ist sowas wie die Schlacke des Geistes. Das heißt, die Dinge sind nach der Quantenphysik, und das wird im Buddhismus ja auch gesagt, eher geistiger Natur. Heutzutage ist es umgekehrt. Wir leben in einer extrem materialistischen Gesellschaft und es erscheint manchmal so, als wenn es ganz klar ist, dass alles nur aus Materie besteht. Ne? Aber das ist seltsam, weil in den fortgeschrittenen Wissenschaften ist genau das Gegenteil der Fall. Ne? Max Planck hat selber gesagt, dass er den Eindruck hat, dass das Geistige das Primäre ist. Das heißt, das, was wir Materie nennen oder Energie oder was immer, das ist quasi sekundär. Das Eigentliche ist geistig. Ne? Die Welt ist viel mehr Geist als Materie. Übrigens auch, wenn man vom Urknall hört, das ist nicht sehr materialistisch, oder? Wer kann sich sowas vorstellen, dass aus einem Winzigkeit das ganze Universum entstanden ist? Da muss doch etwas anderes dahinter sein, ne? Vielleicht eine geistige Potentialität, die, wenn sie besonders grob wird, sich materiell zeigt, sozusagen. Ja, Hans-Peter Dürr spricht davon, wenn die Lebendigkeit und das Sein ganz besonders zum Erliegen kommt und nur noch sehr langsam und träge fließt, das nennt man Materie. Also die eigentliche Realität ist unglaublich kreativ, offen und lebendig und wandelt sich dauernd. Aber wenn irgendwie unter dem Einfluss wahrscheinlich auch eines trägen Bewusstseins die Dinge auf etwas träge wahrgenommen werden, dann nennt man das wohl Materie. Scheinbar Dinge, die sich im ersten Moment gar nicht groß zu wandeln scheinen. Also wie so ein stagnant pool, das heißt ein stehendes Gewässer, das vor sich hin fault, oder? Im Gegensatz zu einem Fluss, der in lebendig fließt, ne? So ähnlich scheint das Sein selber, so hat es der Buddha auch beschrieben, ein Fluss zu sein, in dem zumindest die Produkte sich ständig ändern und wo alles mit allem zusammenhängt, wo man Dinge gar nicht trennen kann und die Dinge unvorhersehbare Potenziale birgen, eine enorme Kreativität. Aber der einzelne Mensch erfährt das oft völlig anders. Ihm erscheinen die Dinge, die in Wirklichkeit äußerst wandelbar sind, als sehr beständig. Das ist die eine Unwissenheit. Ne? Die andere Unwissenheit ist, dass wir Dinge, insbesondere unsere eigene Person, als völlig getrennt von anderen empfinden. Ich neige dazu zu glauben, dass das die Mystiker der gesamten Menschheit ähnlich gesehen haben. Diese beiden Fragen. Ne? Zum Beispiel Heraklit sagt, alles fließt. Das ist auch diese mystische Sicht, dass jemand, der wirklich weise ist, versteht, dass alles ein Prozess ist, das nicht irgendwie festgelegt ist. Im Buddhismus bedeutet dieses Fließen übrigens nicht, dass man erkennt, dass Menschen irgendwann sterben oder Häuser einstürzen. Das ist nur die grobe Unbeständigkeit. Alle Dinge wandeln sich im kleinsten Moment. Der Buddha sagt, im 75. Teil des Fingerschnipsens eines starken Mannes wandeln sich alle Produkte. Es ist überhaupt nichts Festes. Die ganze Zeit fließt das. Ne? Die Wand dort, die uns sehr beständig erscheint, wissen wir heute auch, dass da ständig die Atome schwingen und so weiter. Das heißt, ein Yogi kann das sogar sehen. Der ist so aufmerksam, dass er diese Wandlung bemerkt. Und wenn man mal intensiv meditiert und geht dann in die Natur, dann sieht man plötzlich wie so ein Fluss. Das ist nicht so fest. Kann man wahrscheinlich auch mit Drogen herbeiführen, das würde ich nicht unbedingt empfehlen, aber man braucht nur ein kleines Pillchen nehmen und dann sieht man zumindest, dass man die Welt ganz anders erleben kann.
Irgendwas im Gehirn setzt diese Verdinglichung außer Kraft, die wir normalerweise haben. Und dann sieht man so einen Fluss. Das verwirrt einen natürlich, weil die Dinge, wir halten ja unheimlich fest an diesem ständigen Denken. Es kann aber auch einen positiven Rausch auslösen, ganz je nachdem, wie man das empfindet. Wenn man gut drauf ist oder in der Natur sitzt und hat gerade so eine Droge drin, dann ist alles wunderbar, fühlt sich wie im Himmel. Wenn du aber plötzlich da in einer großen Stadt bist und das ganze Chaos wahrnimmst und kannst nichts mehr richtig unterscheiden, wirst du ziemlich verrückt. Ja, das war jetzt keine Empfehlung für Drogen, aber im Moment allerdings erleben Drogen in gewisser Weise wieder eine Renaissance in der Therapie. Also man sagt, dass teilweise vielleicht LSD eingesetzt werden kann, um bei Menschen Depressionen aufzulösen oder Ängste. Könnte sein, das ist aus buddhistischer Sicht keine Heilung. Die Heilung des Geistes muss aus dem Geist kommen. Ne? Aber wenn jemand total festgefahren ist, kann es sein, dass er mal eine Erfahrung braucht, dass es auch anders sein kann. Und wenn man nun mal Drogen genommen hat, dann weiß man zumindest, dass es stimmt, dass man die Welt ganz anders wahrnehmen kann als normalerweise. So viel ist klar. Eine gewisse initiatorische Erfahrung kann das sein. Ja, die eine Erfahrung ist, dass alle Dinge sehr fließend sein können. Und das andere ist, dass Mystiker im Allgemeinen sagen, dass alles eine Einheit ist, alles miteinander verbunden ist. Die Vorstellung, dass das so getrennt ist, auch eine Täuschung ist. Ne? Manche sagen vielleicht als Mystiker, alles ist Gott, inklusive mir. Weil ich bin gar nicht zu trennen von allem. Das ist jetzt kein narzisstisches Selbstvergötterung, sondern jeder von uns ist danach Gott. Ne? Die Welt ist selber Gott. Das ist nicht die buddhistische Ausdrucksweise, aber nicht-buddhistische Mystiker würden wohl sagen, ich habe gesehen, dass alles göttlich ist oder alles Gott ist. Ne? Im Buddhismus würde man sagen, man hat die endgültige Realität erkannt, die negativ ausgedrückt bedeutet, dass es nichts Getrenntes gibt und dass alle Dinge leer von Selbstexistenz sind. Positiv kann man sagen, man hat verstanden, dass alles mit allem zusammenhängt. Ne? Ja, und der Buddha war wahrscheinlich der erste Mensch auf diesem Planeten, wie Eckhart Tolle auch sagt, der richtig erkannt hat, wie das Ich eigentlich existiert und wie es nicht existiert. Das ist die eine Sache. Heutzutage ist kein Geheimnis mehr bei Neurowissenschaft und so weiter, dass das Ich, was wir Ich nennen, nichts ist, was man konkret finden kann oder was irgendwo sitzt in Körper und Geist oder so etwas. Darüber habe ich vor 5 Monaten oder so hier mal gesprochen. Und das hat sich total bestätigt. Ne? Aber der Buddha hat das vor 2500 Jahren schon gesagt, aus Selbsterfahrung. Er war der erste Mensch auf diesem Planeten, der unser Ich-Bild quasi in Frage gestellt hat und deutlich gemacht hat, dass das Ich anders existiert, als es dem gewöhnlichen Menschen erscheint. Das ist schon mal sehr eindrucksvoll. Das ist ein Durchbruch und charakterisiert den frühen Buddhismus. Ne? Aber darüber hinaus hat der Buddha schon Lehren gegeben, die dann später verfeinert wurden, dass eben alle Phänomene nicht voneinander getrennt sind und kein Eigenwesen haben, dass sie vollkommen leer sind und bloßes Abhängiges entstehen. Ja, das ist noch eindrucksvoller. Der große tibetische Meister Tsongkhapa, der Begründer der Gelug-Schule, obwohl er wahrscheinlich gar nicht wusste, dass er eine Schule gegründet hat, hat einfach nur Dharma gelehrt. Und irgendwann hat man es eine Schule genannt. Das sollte man nicht übertreiben, dass Leute Schulen gründen, damit sie eine neue Schule haben. Darum geht es nicht. Ne? Geshe Pema Sampen hat auch gesagt, Tsongkhapa wusste wahrscheinlich nicht, dass er eine Schule gegründet hat. Er hat nur gut Dharma gelehrt, hatte Lehrer von allen Schulen Tibets. Und seine Schüler waren dann sehr gut. Und irgendwann hat man die Klöster, die er gegründet hat, dann die Gelug-Tradition genannt. Ne? Gut, aber auf jeden Fall, Tsongkhapa hat mal den Lobpreis des abhängigen Entstehens geschrieben. Das heißt, er lobt den Buddha für seine Lehre des abhängigen Entstehens, für diese holistische Sichtweise. Er sagt, er hätte nicht das günstige Geschick, diese Lehren selber vom Buddha erhalten zu haben. Dafür hätte er wohl nicht das Karma gehabt, hat er gesagt. Aber wenn er sich vorstellt, dass der Buddha da ca. 500 vor Christi in Indien unterm Baum saß und eine Welt gelehrt hat, die lückenlos erklärt wird als abhängiges Entstehen, wo alles mit allem zusammenhängt, ne? Dann entsteht in ihm grenzenlose Bewunderung, sagt er. Und er glaubt, dass der Buddha der höchste Lehrer ist. Kein anderer Lehrer kann das so erklären. Ne? Das abhängige Entstehen bezieht sich übrigens nicht nur auf die Materie, sondern wir müssen auch Geist und Kultur alles einbeziehen. Ne?
Ganzheitliches Denken ist nicht immer nur Materie. Das ist ja, manche denken, sie sind unglaublich ganzheitlich, weil sie sagen, alle Materie ist mit aller Materie verbunden. Aber das ist Flachland, nennt das Ken Wilber. Das ist abhängiges Entstehen nur auf materieller Ebene. Auch das Geistige und Kulturelle fließt ein. Das merkt man zum Beispiel, wenn man irgendein Land aufbauen möchte, weil da schlechte Verhältnisse sind. Wenn du einfach nur Geld reinpumpst, funktioniert es meistens nicht. Du musst die Kultur berücksichtigen und das, den Geist der Menschen und sie dafür gewinnen und so. Dann kannst du das Land kultivieren. Wenn du nur denkst, du kannst es mit materiellen Ursachen lösen, das ist falsch. Man muss immer berücksichtigen, dass die Leute auch eine geistige Einstellung haben und dass es kulturelle Traditionen und so gibt. Dann siehst du, dass nicht nur die Materie mit Materie zusammenhängt, sondern auch der Geist, die Kultur des Menschen, das fließt alles zusammen. Ne? Zum Beispiel die ökologische Krise oder Katastrophe, wie man es wahlweise auch benennen möchte. Ja, auf dem Kanal des Tibetischen Zentrums auf YouTube hat mein Freund Wolfgang gerade am Freitag auch über die ökologische Krise aus Sicht des Buddhismus sozusagen gesprochen. Ja, auch da ist es eben zu flach, wenn du denkst, ich bin jetzt besonders ganzheitlich, weil ich verstehe, wenn ich hier irgendwas wegwerfe, dann wird es da zu Verschmutzung führen. Das ist zwar richtig, ne? Aber die Verschmutzung im Geist der Menschen muss man auch berücksichtigen, wenn man die ökologische Katastrophe berücksichtigt. Warum entsteht es, dass Menschen immer mehr produzieren, nicht genug haben können und dann viele Stoffe entstehen, die nicht besonders gesund sind, bis dann die Luft verschmutzt ist und es erwärmt wird? Das hat ja was mit geistigen Einstellungen zu tun. Ne? Gut, also wenn der Buddha vom abhängigen Entstehen spricht, dann ist das einerseits die uns recht gut bekannte materielle Abhängigkeit, aber es ist kein Materialismus, sondern Geist und Kultur fließen da mindestens genauso mit rein. Alles ist wirklich mit allem zusammen. Das ist dann wirklich unüberschaubar, die gegenseitigen Abhängigkeiten. Aber man muss diesen geistigen Faktor eben auch verstehen. Ne? Ja, das ist dieser Lehrer Buddha Shakyamuni. Und wenn man sich wirklich fragt, was ist das Besondere am Buddhismus, dann ist es sicherlich nicht ein Mitgefühl zu entwickeln und Freigebigkeit. Was haben wir in allen Religionen? Noch nicht mal weniger egoistisch zu sein. Das zeichnet alle Religionen aus, dass sie das lehren. Das Besondere am Buddha-Dharma ist, dass der Buddha in seiner Weisheit gelehrt hat, dass alle Dinge mit allem zusammenhängen und dass es deshalb keine Selbstexistenz gibt, dass Abhängige entstehen. Der Dalai Lama hat das mal den Slogan des Buddhismus genannt, die Brandmark sozusagen. Das heißt, wenn du wissen willst, was ist wirklich speziell buddhistisch, dann ist das diese Lehre vom Abhängigen entstehen. Das heißt nicht, dass man nicht Mitgefühl und so weiter auch entwickeln muss, selbstverständlich, aber das ist wie gesagt nicht originell, sondern im Buddhismus kommt zu der sehr systematischen Darstellung, wie man Mitgefühl entwickelt, mit Hilfe von Metta-Meditation, wie man die Vollkommenheit der Freigebigkeit, Ethik, Geduld entwickelt und so weiter. Diese unglaublich subtile Weisheit der letztlichen Realität, die Vollkommenheit der Weisheit, die Prajnaparamita. Und die ist wirklich einmalig, die ist zumindest nicht ausdrücklich gelehrt in allen Religionen. Vielleicht wussten die anderen Religionsstifter davon, aber sie haben ihren Schülern offenbar nicht immer zugetraut, das zu verstehen. Also Jesu Lehre ist zum Beispiel im Bereich der Methode, dem Praktischen, sehr ähnlich wie Buddha Dharma, insbesondere Mahayana Buddhismus. Der Dalai Lama hat mal Jesus Lehre interpretiert, natürlich auf Wunsch von christlichen Mönchen, nicht von sich aus. Und dann hat er das so interpretiert, dass das Lojong ist. Das nennt man Geistesschulung im Mahayana. Das heißt, man benutzt Schwierigkeiten im Leben, um sich weiterzuentwickeln. Das ist das Zentrum von der Lehre Jesu sozusagen. Dadurch überwindet man den Egoismus und nähert sich einem Zustand des Göttlichen oder des Erwachten. Aber von Jesus findet man wenig haarkleine Analysen über die letztliche Realität, die Philosophie oder so. Weil er andere Schüler gehabt hat als der Buddha. Jesus hatte einfache Menschen als Schüler, Zimmerer, Fischer und so weiter. Er hat in Gleichnissen gesprochen und die sind unglaublich tiefgründig. Jesus ist vielleicht einer, der die schönsten Gleichnisse gesprochen hat. Aber der Buddha hatte ganz andere Schüler. 500 vor Christi gab es schon eine sehr hochentwickelte Philosophie in Indien. Das war nichts Neues, dass Leute Philosophie betrieben. Und der Buddha konnte diesen Schülern
sehr genau logisch erklären, was er meinte und so weiter. Hat nicht davor zurückgeschreckt, ihnen zu erklären, wie das Ich existiert, wie die Phänomene existieren. Hm? Heute scheint eigentlich die Menschheit erst so weit zu sein, das richtig nachzuvollziehen. Für die meisten Menschen damals muss das eine Überforderung gewesen sein. Auch für uns ist es heute schwer zu verstehen, aber die Menschen sind mittlerweile so intelligent und die Wissenschaft sicherlich ganz bestimmt, dass man das eigentlich intellektuell nachvollziehen kann, was der Buddha sagt. Es zeigt sich, dass seine Lehre sich immer mehr als richtig darstellt. Ne? Man darf alles am Buddhismus kritisieren, selbstverständlich, und wenn da etwas ist, was der Logik widerspricht oder der Wissenschaft, dann muss man vielleicht darauf verzichten. Ne? Es gibt Darstellungen, dass die Erde eine Scheibe sei in buddhistischen Schriften. Das muss man nicht glauben, das ist widerlegbar. Das ist aber auch nicht das Zentrum der buddhistischen Lehre. Aber das abhängige Entstehen ist das Zentrum der buddhistischen Lehre. Und da wird der Buddha immer mehr bestätigt. Ne? Eine Wissenschaft nach der anderen wird das, was man konstruktivistisch nennt, zum Beispiel, dass die Welt, die wir erfahren, in Wirklichkeit vom Subjekt abhängig ist, von der Perspektive und keineswegs selbst existent ist. Ne? Das begreift man heute in der Neurowissenschaft, wo ganz deutlich ist, dass diese Welt immer interpretiert wird von unseren Wahrnehmungen und insbesondere unserem Denken. Ne? In der Quantenphysik kann man es offenbar experimentell nachweisen, dass die Dinge durch den Beobachter geradezu entstehen. Ne? Und auch in der modernen Psychotherapie ist es ein Allgemeinsatz, dass wir bestimmte Glaubenssätze und Vorstellungen haben, die uns im Weg stehen, die Dinge so zu sehen, wie sie sind, und dass wir dadurch Probleme haben. Und wenn wir unser Denken ändern, dann können wir sogar unsere Emotionen ändern und dann erleben wir eine andere Welt. Ne? Die Welt, die wir erleben, wird sehr stark von unseren Emotionen geprägt. Wir denken oft, Emotionen fallen einfach vom Himmel, aber Emotionen entstehen in uns. Erstmal sind sie das, was der Autor Harari nennt, Algorithmen der Steinzeit. Das heißt, wir bringen bestimmte Konditionierungen mit als evolutionäre Wesen von früher und so interpretieren wir die Welt. Diese Konditionierungen dienten dem Überleben in Zeiten von Säbelzahntigern und so weiter. Heute stehen uns diese Konditionierungen oft im Wege. Wenn wir so hektisch mit Ärger und Flucht reagieren und mit Anhaftung, nur weil es gerade mal was gibt oder weil jemand schwierig ist, dann können wir in der modernen Gesellschaft vermutlich nicht überleben. Mit Atomwaffen kann man das nicht machen. Ne? Deshalb müssen wir unsere Emotionen reifen lassen. Das, was heute noch nützlich ist an unserer Ausstattung, ist okay, aber der Mensch muss über sich selbst hinauswachsen, er muss sich weiterentwickeln. Und das ist möglich. Der Mensch kann sich selber zum Objekt nehmen und verstehen, wie er tickt. Und überprüfen, ob die Art, wie er die Dinge sieht, der Realität entsprechen. Insbesondere, wenn er gerade emotional ist, ob das, wie man die Dinge da sieht, wirklich korrekt ist. Und dann wird man feststellen, dass man oft sehr übertreibt. Und auch Psychologen sagen heute, wenn man seine Denken verändert, ändern sich auch die Emotionen. Man muss das allerdings mit Meditation verbinden, das ist nicht so ein oberflächlicher Gedanke. Aber wenn du in einem tieferen Geist immer wieder dir klar machst, wie die Dinge eigentlich existieren, dann ändern sich deine emotionalen Reaktionen. Schon die antiken Philosophen, die Stoiker und so weiter, haben gesagt, Emotionen sind Urteile. Das denkt man im ersten Moment nicht. Ne? Emotionen entstehen immer dann, wenn du was wichtig findest. Ich habe so ein Lieblingsbeispiel, zum Beispiel, auch Männer werden sehr emotional, meistens am Samstag gegen 17.15 Uhr oder so, wenn die Bundesligaspiele gegen Ende gehen. Da fallen die entscheidenden Tore und da kommt große Emotion auf. Wie kommt das? Man wird nicht damit geboren, große Emotionen zu haben, ob irgendwie so ein rundes Leder- oder Plastikding in so ein Viereck passt, sondern man hat sich daran gewöhnt, dass das ein wichtiges Ereignis ist. Noch spezifischer, man hat sich daran gewöhnt, dass wenn eine bestimmte Mannschaft, die übrigens auch aus vielen Spielern zusammengesetzt ist, die sich dauernd ändern, aber mit der hat man sich identifiziert und dann ist es wichtig für einen, wenn sie ein Tor schießen beziehungsweise keins reinkriegen und so weiter. Und so entstehen dann starke Emotionen, das hat man so angelernt. Wenn man jetzt zur Überzeugung kommt, dass Fußball vielleicht gar nicht so wichtig ist, kann man diese Emotionen ein bisschen runterdimmen. Man kann übrigens auch den Verein wechseln und plötzlich sind andere Ereignisse für einen emotional. Ja, so können wir unsere Emotionen ändern, indem wir die Dinge anders sehen. Ne? Emotionen entstehen durch die Art, wie wir Dinge erleben.
Und deshalb sagt der Buddha, dass alles Leiden aus Unwissenheit kommt. Das heißt, indem unser Geist die Dinge falsch sieht, insbesondere das begriffliche Denken die Dinge falsch sieht, dadurch entstehen Leiden. In den vier edlen Wahrheiten hat der Buddha gesagt, es gibt die Wahrheit des Leidens, die Wahrheit vom Ursprung des Leidens, die Wahrheit von der Beendigung des Leidens und die Wahrheit vom Weg, der zur Beendigung des Leidens führt. Das ist eine doppelte Kausalität von Leid und seiner Ursache und Glück und seiner Ursache. Und die Ursache des Leidens und des Glücks hat der Buddha nicht außen gesehen, hauptsächlich unsere Nachbarn oder äußere Dinge, sondern unser eigener Geist führt uns hauptsächlich zu Glück und Leiden. Und deshalb ist die Geistesschulung das Mittel der Wahl. Der Buddha sagt, den Dingen geht der Geist voran, der Geist entscheidet. Das heißt, je nachdem, wie unser Geist ausgerichtet ist, werden wir mehr Glück erfahren oder mehr Leiden. Das stimmt, wie gesagt, auch mit der antiken Philosophie zusammen. Da hat man auch die Eudaimonia gesucht, das glückliche Leben. Manche übersetzen es auch als Glückseligkeit. Bei Aristoteles spielt das eine große Rolle. Und alle großen Philosophen sagen, das kommt durch Tugenden, durch die Entwicklung des Geistes zum Positiven. Dann erreicht man einen geistigen Frieden und so weiter. Das ist sehr ähnlich. Die Stoiker sagen, kümmere dich nicht um Sachen, die du sowieso nicht ändern kannst, sondern kümmere dich um das, was du ändern kannst. Und das ist vor allem deine Einstellung zu den Dingen. Und dann kannst du mit Dingen so umgehen, dass erstmal weniger Leiden entstehen und vielleicht irgendwann sogar gar keine mehr. Im gleichen Sinne hat der Buddha gesagt, dass eben am Anfang die Unwissenheit steht. Plato sagt auch, dass die Menschen nicht an sich böse sind, sie sind unwissend. Und dadurch kommt das ganze Schlamassel. Die Unwissenheit besteht, wie gesagt, in solchen Aspekten, dass wir nicht wissen, wer wir selber sind. Und wir wissen nicht, wie die Phänomene letztlich existieren. Das sind grundsätzlich ein Knick in der Linse, haben wir. Einstein hat mal gesagt, das Ich, wie man es normalerweise auffasst, ist eine optische Täuschung. Einstein war auch ein Mystiker und hat schon erkannt, wie die Dinge sind. Die normale Art, wie wir unser Ich sehen, entspricht nicht der Realität. Und wie ich schon deutlich gemacht habe, auch die Art, wie wir andere Dinge sehen, entspricht nicht der Realität. Wir halten sie für getrennt voneinander oder so etwas. Ja, Quantenphysiker sagen übrigens auch, unterscheiden ohne zu trennen ist die Kunst. Das heißt, man kann Dinge voneinander unterscheiden, aber Trennung gibt es nicht. Das ist eben ganz anders, als uns die Dinge erscheinen. Und wenn der Geist an einem Ego zum Beispiel festhält, worüber ich vor ein paar Monaten gesprochen habe, dass er glaubt, er hätte ein ganz beständiges, unabhängiges Ich, das getrennt von der Welt ist, dann reagiert man mit Egoismus. Und man wird einige Dinge, die man attraktiv findet, begehren. Dadurch entsteht Anhaftung. Die möchte man unbedingt für das Ego haben. Andere wird man ablehnen und Hass und so weiter entwickeln, sogenannte Leidenschaften. Diese Leidenschaften führen dann zu unheilsamen Handlungen, wie zum Beispiel Töten, Stehlen, Lügen und so weiter. Das, was alle Religionen problematisch finden, dass man das macht. Aus buddhistischer Sicht ist es nicht problematisch, weil der liebe Gott uns das verboten hat, sondern weil es gegen die Realität ist, sich zu verhalten. Wenn man sich so verhält, wird man leiden müssen. Weil durch diese Handlung konditioniert man sich wiederum so, dass man auch in Zukunft sich unheilsam verhält und die Dinge falsch sieht. Das nennt man karmische Anlagen. Vielleicht ist das Wort Karma für viele exotisch, aber es ist eigentlich etwas ganz Natürliches. Was immer man tut, prägt einen. Karma heißt Handlung. Genauer gesagt sagen die Tibeter schon Handlung und Wirkung. Das heißt, alles, was man tut, prägt den Geist und dadurch, dass er geprägt wird, erlebt er die Welt auf eine bestimmte Weise, weil die Welt nicht unabhängig ist von unserem Geist. Und wenn der Geist geprägt ist durch Unwissenheit und sogar Leidenschaften und entsprechenden Handlungen, dann ist er sehr negativ geprägt und wird immer wieder Schleifen durchlaufen von neuen negativen Handlungen, die wieder zu negativen Prozessen führen. Das kann man schon in diesem Leben sehen. Das spielt auch in der Therapie eine Rolle, dass man erkennt, dass Menschen in einem Hamsterrad sind, wo sie immer die gleichen Probleme erleben, weil sie, wie man sagt, bestimmte Muster haben, die nicht gut angepasst sind an die Realität, nennt man das. Es gibt tatsächlich eine Therapieform der kognitiven Umstrukturierung, dass man sagt, du siehst die Dinge so und so, aber sind sie wirklich so?
Und wenn sie nicht so sind und dir das auch nur schadet, das so zu sehen, dann musst du eben lernen, anders über die Dinge zu denken. Das ist auch der buddhistische Ansatz. Wenn du merkst, dass dauernd Leiden in deinem Leben kommen, dann musst du bei dir selber mal schauen, wie du die Dinge falsch siehst. Dann wirst du dieses Leiden vielleicht verändern können. Und deshalb muss man die Unwissenheit überwinden, weil die Unwissenheit der letztliche Kern allen Leidens ist. Die kriegt man noch nicht mal mit Mitgefühl ganz weg, sondern nur mit Weisheit. Der Buddhismus ist eine sehr weisheitsorientierte Religion. Alle Religionen haben zwei Aspekte, das ist Weisheit und Methode, nennt man es im Buddhismus, oder? Oder eben die kognitive Seite und die emotionale Seite sozusagen. Agape Agape ist der christliche Begriff für diese spirituelle Liebe. Und dann gibt es Gnosis als die höhere Sicht der Dinge. Ne? Im Indischen heißt das Prajna, die höhere Weisheit sozusagen. Und Karuna ist das Mitgefühl. Und um die Unwissenheit klein zu kriegen, muss man beides praktizieren, Liebe und Weisheit. Das muss immer verbunden werden. Das ist auch ein abhängiges Entstehen. Ne? Du kannst nicht nur einen Aspekt praktizieren. Der Weg muss auch ganzheitlich sein, sonst klappt es nicht. Ne? Ja, und deshalb muss man das immer zusammenführen. Wenn zum Beispiel Buddhas die Hände zusammenlegen, dann symbolisiert das immer Einheit von Weisheit und Methode. Ne? Wir haben ja offenbar auch zwei Gehirnhälften. Das eine ist mehr emotional, das andere mehr kognitiv. Und wir müssen uns da gar nicht entscheiden. Sie gehören beide zusammen. Wenn du nur eine Seite entwickelst, ist unvollständig. Ne? Die Welt ist irgendwie so polar angelegt, dass der Mensch auf zwei Arten erkennt. Mehr so intuitiv und mehr so intellektuell oder so. Aber beides ist eine Art, die Dinge zu erfassen, die wir entwickeln müssen. Ja, je mehr man zum Beispiel Mitgefühl entwickelt, Geduld und so weiter, wird natürlich der Egoismus verringert, weil wenn man sich mitfühlend verhält, ist man weniger egoistisch. Ne? Dadurch nähert man sich der Erkenntnis, dass es gar kein Ego gibt. April, April sozusagen. Das ist, wie gesagt, der Buddha hat das eben ausdrücklich gelehrt auch. Alle Religionen scheinen den Egoismus zu verringern, aber sie lehren nicht immer unbedingt, dass es gar kein Ego gibt. Also Jesus hat die eine Seligpreisung, die sogar die wichtigste ist, gesagt, selig sind die geistlich Armen. Ne? Ich glaube, die kriegen das Himmelreich, oder? Das ist der Joker. Ja, das wird oft unterschätzt. Manche Theologen sagen, da geht es darum, dass arme Leute vielleicht besser sind religiös. Das ist Mumpitz. Armut führt nicht dazu, dass man besser ist. Frei gewählte Armut als Mönch, die nicht wirklich arm sind, aber bedürfnislos, das ist schon hilfreich. Ne? Und dass Leute, die sehr an Wohlstand haften, schwer sich geistig weiterentwickeln, ist durchaus korrekt. Aber dadurch, dass man einfach arm ist, wird man nicht besonders heilig. Ne? Es geht um geistliche Armut, ne? Meister Eckhart hat das auch so interpretiert, der christliche Mystiker. Es ist ein inneres Freiwerden von Projektion, was wieder so ähnlich klingt wie Leerheit und so. Man erlebt in sich selber eine bloße Offenheit und Leere. Damit hat Jesus vielleicht diese Erfahrung, die der Buddha Leerheit und Selbstlosigkeit nennt, angesprochen. Eckhart Tolle, der sich übrigens nach Meister Eckhart genannt hat, der interpretiert das natürlich auch so und kommt immer wieder darauf hinaus, dass Jesus letztlich eigentlich auch über diese Erfahrung spricht, unseres eigentlichen Wesens sozusagen. Ne? Er nennt das auch das Reich Gottes oder solche Dinge. Ne? Aber das Reich Gottes hat, das wird oft vergessen, sagt Jesus immer wieder, ist in uns, das ist nicht irgendwo draußen. Die meisten Christen auf der Welt suchen wahrscheinlich das Reich Gottes immer noch irgendwo, vielleicht nach dem Tod oder auf einem anderen Planeten oder so. Jesus sagt immer wieder, dass das Reich Gottes bereits da ist, in jedem. Ne? Man muss es nur wahrnehmen. So wie Eckhart Tolle sagt, dass hinter unseren ganzen Gedanken und Konzepten eine Ebene des Bewusstseins ist, des bloßen Beobachters, wo auch eine bloße Offenheit da ist. Wie eine Leere oder Offenheit, wie ein Potenzial oder so etwas, das ja, eine Fülle in gewisser Weise auch, die angelegt ist, hinter dem, womit wir uns normalerweise identifizieren. Gut, auf jeden Fall, diese Weisheit, die der Buddha auch ausführlichst dargestellt hat und die später kommentiert wurde, die führt letztlich dazu, dass man die Unwissenheit überwindet. Wenn keine Unwissenheit mehr da ist, dann entwickeln sich keine Verwirrung des Geistes mehr, die man Leidenschaften nennt.
Hass und Gier sind nicht möglich, wenn man die Dinge versteht, wie sie eigentlich sind. Ne? Der Egoismus wird geschwächt und dann wird man sich nicht mehr so extrem verhalten. Durch die Weisheit des abhängigen Entstehens versteht man, dass nichts aus sich heraus irgendwie attraktiv oder unattraktiv ist. Oder man übertreibt die Dinge nicht mehr so. Das befreit einen davon. Man mag immer noch manche Dinge und manche Dinge sind schwieriger, aber Leidenschaften sind immer sehr extreme Auffassungen, die nur funktionieren, wenn wir die Dinge von anderen trennen und meinen, sie wären aus sich heraus so oder so. Wenn wir nicht verstehen, dass sie in Bezug zum Subjekt, zum Betrachter existieren. Ja, es ist ein bisschen so, als wenn man einen Film auf eine Leinwand projiziert, selber vielleicht, und dann erregt man sich sehr über das, was auf der Leinwand geschieht, ohne daran zu denken, dass man es selber drauf projiziert hat. Sobald du kapierst, dass du im Kino bist und dass du das sogar selber da projiziert hast, gehst du damit ganz anders um, oder? Aber der naive Mensch sieht seine Filme und denkt, die kommen von außen und dann identifiziert er sich damit. In Wirklichkeit ist er selber der, der das geschaffen hat. So ähnlich mag das sein. Ja, so wird der ganze Daseinskreislauf von Weisheit überwunden, verbunden mit Methode. Und eben, das Kernobjekt ist eben das abhängige Entstehen. Der Buddha hat immer wieder gesagt, wenn du das abhängige Entstehen verstehst, dann kannst du allem Leiden ein Ende machen. Man kann aber auch sagen, je mehr man das abhängige Entstehen versteht, da geht es einem immer besser. Der Fernsehjournalist Scoble definiert Weisheit als einen klugen Umgang mit Komplexität. Ne? Die Weisheit ist so, dass sie die Dinge nicht künstlich trennt, sondern es sieht eben die komplexen Dinge. Das wollen viele Leute gerade heute nicht sehen. Die Welt ist so komplex, aber sie vereinfachen sie. Ne? Dann gibt es Populisten und Extremisten aller Art, weil die haben Angst vor dieser Komplexität. Aber eigentlich brauchen wir immer mehr Weise. Wir bräuchten eigentlich Weise, um einer so hochkomplexen Welt zu navigieren. Weil du musst das breite Bild haben sozusagen. Du musst nicht alles wissen, aber du musst verstehen, dass das von verschiedenen Dingen abhängig sind. Dann kannst du mit der Welt besser umgehen. Das ist Weisheit sozusagen. Ja, und so ähnlich hat das auch der Buddha gesehen, dass eben diese Weisheit tatsächlich unsere Probleme, auch die weltlichen Probleme, besser lösen könnten. Also mit Weisheit könnten wir unsere ökologischen Probleme sicherlich leichter lösen, wenn da überhaupt noch was zu machen ist, aber auf jeden Fall verringern. Ne? Darüber hinaus würden wir keine Kriege führen, wenn wir auch nur ein bisschen Weisheit hätten. Ich glaube, der Harari hat mal gesagt, die Nomaden haben früher keine Kriege geführt. Sie sind sich einfach aus dem Weg gegangen, weil sie wussten, Krieg leidet jeder, verliert jeder. Seitdem die Menschen sesshaft wurden, waren sie so blöd, Kriege zu führen. Und jeder der beiden Seiten verliert eigentlich immer. Insbesondere heute verlieren beide Seiten immer. Und wenn man versteht, dass man eigentlich wechselseitig voneinander abhängig ist, und das ist heute so offensichtlich, dann weiß man, dass ein Krieg heute eigentlich nicht mehr zu führen ist. Schon gar nicht mit den Waffen, die wir heute haben. Ne? Das ist für uns alle das Ende, wenn wir mit solchen Waffen weiter so vorgehen. Ne? Ja, der große Theologe und Wissenschaftler Karl Friedrich von Weizsäcker hat gesagt, man muss die Institution des Krieges überwinden heute. In einer Welt, die so miteinander verbunden ist, kann man sich nicht mehr gegenseitig mit Waffen bearbeiten, wie in der Steinzeit oder so. Das geht einfach nicht mehr. Aufgrund des abhängigen Entstehens. Man kann eigentlich auch hoffen, und ich habe es auch immer gehofft, dass wir in einer so vernetzten Welt leben, dass irgendwann die Leute aufhören, Kriege zu führen, weil es jedem einfach nur schadet. Ne? Wir merken doch, egal wie wir zu so einem Krieg stehen wie in der Ukraine, jeder leidet letztlich. Ne? Das ist wie eine Wunde am Körper der Menschheit. Und solange diese Wunde blutet, ist es für jeden schlecht. Wir sehen, dass die Nahrungssituation in ganzen Kontinenten schlecht wird, die Weltwirtschaft schlechter wird. Jeder verliert. Ne? Das ist durch das abhängige Entstehen. Wenn man verstehen würde, wie diese Dinge alle zusammenhängen, würde man sowas so nicht machen. Ne? Es würde Konflikte geben nach wie vor, aber man würde das nicht mehr mit Gewalt und so versuchen zu lösen. Ja, so könnten alle wesentlichen Probleme, wie auch die Gerechtigkeitsfrage, auch dass alle Menschen gut ernährt werden und so, das könnte man auch lösen, wenn man wirklich alles miteinander verbunden sieht. Es hat auch große Konsequenzen, wenn man viele Leute einfach ausbeutet und vom Wohlstand weghält, dann werden die sich auch wehren und so, und dann gibt es entsprechende Reaktionen. Also so kann man ganz konkret politisch verstehen, dass das abhängige Entstehen
zu verstehen, Probleme besser löst. Ne? Und es wird sogar gesagt, man kann ein endgültiges Ziel erreichen, das man eben Erleuchtung oder Buddhaschaft nennt, wenn man das entsprechend realisiert. Zuerst hat der Buddha das Abhängigentstehen hauptsächlich in Bezug auf das Ich dargelegt. Das habe ich, wie gesagt, vor ein paar Monaten mal erklärt. Und dabei geht es darum, dass der Buddha nicht verneint hat, dass es ein Ich gibt. Das mag einige überraschen. Das Ich gibt es, aber anders als es uns erscheint. Das ist der Witz. Hm? Genauso sehen das heute die Neurowissenschaftler. Sie sagen, ein Ich gibt es schon, aber nicht so, wie wir glauben. Ne? Zum Beispiel, es gibt kein Ich, das man einfach so finden kann, das ganz konkret irgendwo ist. Früher hat man gedacht, vielleicht gibt es im Gehirn so ein Ich-Zentrum, aber das gibt es gar nicht. Homunculus nannte man das früher. Das Gehirn arbeitet einfach mit verschiedenen Teilen, die wechselseitig miteinander vernetzt sind. Da gibt es kein Zentrum, kein Chef. Das Gehirn ist wie ein Orchester ohne Dirigent, hat mal jemand gesagt. Das ist sehr radikal. Und insofern gibt es kein so festes Ich, das man vielleicht im Gehirn vermutet hat. Aber auch im Geist gibt es das nicht. Da kommen immer nur viele Dinge zusammen. Im Buddhismus nennt man das technisch, dass das Ich durch die fünf Aggregate entsteht. Das heißt, unser Körper und Geist kommen zusammen und das nennt man dann Ich, wenn das zusammenkommt. Man benennt Körper und geistige Teile, die im Abhidharma erläutert werden, wie die fünf Aggregate. Wenn diese fünf Aggregate vorliegen, kann man das eine Person nennen. Was aber nicht existiert, ist eine Person, die einfach über Körper und Geist verfügt, die jenseits von Körper und Geist ist. Sondern der Buddha sagt, wenn du das Ich suchst, such es in den Aggregaten, nicht jenseits davon. Das nennt man technisch, dass es kein eigenständig substanzielles Selbst der Person gibt. Das ist vielleicht das, was manche Autoren wie Tolle und so weiter Ego nennen. Das heißt, ein Ego gibt es gar nicht, es ist eine bloße Vorstellung. Man muss es noch nicht mal vernichten, es gibt es gar nicht. Was es aber sehr intensiv gibt, ist eine Ego-Vorstellung. Und die muss man sich vornehmen, weil die ist sogar angeboren. Ne? Andere falsche Auffassungen über das Ich sind, dass es beständig sei, teilelos und unabhängig. Es gibt sogar ausdrückliche Lehren, auch in Indien, die sagen, es gibt so einen festen Seelenkern, der beständig, teilelos und unabhängig ist. Das sogenannte Atman, und das hat der Buddha abgelehnt. Er hat gesagt, genau das gibt es nicht. Das ist Anatta, nicht Atman. Hm? Gut, das ist das Zentrum der frühen Lehre des Buddhismus, wie wir es im Hinayana oder Shravakayana, wie man es heute manchmal nennt, finden. Das ist sicherlich eine radikale Erkenntnis gewesen des historischen Buddha, dass das Ich so anders existiert, als wir denken. Aber dann hat sich der Buddhismus noch weiterentwickelt, sicherlich auf der Grundlage auch von Aussagen des historischen Buddha. Und im sogenannten Mahayana-Buddhismus haben sich dann noch Philosophien entwickelt, die auch von einer Selbstlosigkeit der Phänomene sprechen, nicht nur der Person. Also nicht nur die Person existiert anders, als wir denken, alle Phänomene existieren anders, als wir denken. Und das nennt man eben Leerheit, ne? Der Begriff Leerheit ist ein Mahayana-Ausdruck, den gibt es so im Hinayana nicht. Es gibt ein Leersein, aber das ist was anderes. Leerheit bezieht sich darauf, dass alle Phänomene, also da geht es natürlich nicht darum, dass es keine unabhängige Person in den Phänomenen gibt. Es geht darum, dass die Phänomene jedes kein Eigenwesen in sich selbst haben. Dieses Selbst wird verneint. Und warum wird es verneint? Weil alle Phänomene eben nur in Bezug auf andere existieren und von ihnen abhängig sind, um zu existieren. Sie haben gar kein Eigenwesen. Man kann sagen, unter letztlicher Analyse, wie es in der Matyamaka-Philosophie gesagt wird, findet man die Dinge nicht. Das heißt aber nicht, dass sie nicht existieren. Es ist kein Nihilismus, das muss man zusammenkriegen. Wenn man sie oberflächlich sucht, findet man sie übrigens. Wenn ihr Oliver findet, müsst ihr ja nur einmal im Monat herkommen. Am Abend, dann sitze ich hier rum und rede irgendwas. Ne? Das ist aber oberflächlich. Wenn ihr jetzt wirklich fragt, wer ist Oliver, dann wird es schwierig. Ne? Dann müsst ihr mich quasi zerlegen, ob irgendwo in meinem Körper und Geist der Oliver ist. Ich bin ziemlich überzeugt, dass ihr den nicht findet. Also, weder mein Gehirn, noch mein Herz, noch meine Arme und Beine sind der Oliver. In meinem Geist ist auch kein Oliver.
Das sind Empfindungen, Emotionen, Geistesfaktoren. Wenn man die fünf Aggregate studiert hat, versteht man, was Oliver ausmacht. Aber all diese Dinge sind höchst abhängig und haben viele Teile und so weiter und stehen in Bezug zu anderen. Das ist kein Ego. Ne? Man findet einfach kein Ego in Oliver. Und so ist es auch mit allen anderen Phänomenen. Wenn man zum Beispiel einen Tisch sucht oder so etwas, oberflächlich ist es kein Problem. Aber wenn man das letztliche Wesen des Tisches sucht, dann wird man verstehen, dass der Tisch nicht unabhängig von dem Rest der Welt existiert, dass er nicht in sich selber Tisch ist. Zum Beispiel ist der Tisch abhängig, also abhängiges Entstehen im Mahayana besteht auf drei Ebenen. Das ist das abhängige Entstehen von Ursachen und Bedingungen, abhängiges Entstehen von Teilen und abhängiges Entstehen von Benennung oder Interpretation des Geistes. Im frühen Buddhismus hat man die Abhängigkeit der Produkte von Ursachen durchaus verstanden. Das ist kein Problem. Aber im Mahayana sagt man darüber hinaus, dass alle Phänomene auch abhängig von Teilen sind, wirklich alle. Und dass alle Phänomene vom Subjekt abhängig sind, vom Betrachter, von den Benennungen des Geistes. Das ist vielleicht das ganz Besondere in der Mahayana-Philosophie. In der Mahayana-Philosophie wird die Subjekt-Objekt-Frage thematisiert, die im frühen Buddhismus keine große Rolle spielte. Übrigens parallel zu dem, was auch in der modernen Wissenschaft passiert. Früher dachte man, die Dinge existieren objektiv, oder? Newton, Raum und Zeit sind absolute Größen, keine Frage. Dann kommt jemand wie Einstein und stellt das in Frage. Raum und Zeit sind relativ, sie existieren nur in Bezug aufeinander. Das sprengt einem ganz in den Kopf oder so, ne? Aber so hat man auch im Buddhismus den Schritt gemacht, dass man gesagt hat, in Wirklichkeit ist das Objekt vom Subjekt abhängig. Wie ich vorhin schon sagte, kann man das heute auf zahllose Weise beweisen, ob es nun Quantenphysik ist oder Neurowissenschaft oder Psychotherapie. Man wird erkennen, dass es sehr naiv ist zu glauben, wir erleben eine Welt, die objektiv da draußen ist, unabhängig von uns als Betrachter. Und wenn die Welt abhängig ist von uns als Betrachter, dann sind die Phänomene nicht einfach so da in sich selber, sondern sind abhängig von unseren Benennungen, von unseren Narrativen, von unserer Sprache auch. Heute hat man auch erforscht bei Wittgenstein und so weiter, dass die Welt, die wir erleben, von der Sprache abhängig ist. Wittgenstein sagt, wofür wir kein Wort haben, das verstehen wir auch nicht. Verschiedene Kulturen haben übrigens verschiedene Worte und verstehen deshalb die Welt auch unterschiedlich. Durch die Sprache schaffen wir Realität. Nicht, dass die Realität Sprache schafft, das ist auch der Fall, sondern wechselseitig hängt das voneinander ab. Das ist unglaublich tiefgründig. Es gibt jeweils zwei Philosophien im Hinayana und zwei im Mahayana. Im Mahayana, die über die Leerheit sprechen, das sind die Chittamatra-Philosophie und die Madhyamaka-Philosophie. Die Chittamatra-Philosophie nennt sich sogar nur Geistschule. Und das hört sich so an, als wenn sie sagen, es gibt wirklich nur Geistiges. Das ist aber gar nicht unbedingt so gemeint, sondern das Wesentliche ist, es gibt keine äußeren Dinge, die völlig unabhängig vom Geist sind, der sie betrachtet sozusagen. Ich glaube, darauf läuft es hinaus. Sie benutzen aber tatsächlich nicht mehr den Ausdruck äußere Welt. Eine äußere Welt wäre eine Welt, die völlig unabhängig vom Betrachter einfach so ist. Ne? Das habe ich wirklich zu meinem Erstaunen bei Hans-Peter Dürr auch quasi so gefunden. Er sagt, es ist eine Illusion, dass da bereits etwas ist, bevor wir das geistig interpretieren. Das ist nicht so. Das ist natürlich sehr ungewohnt, ne? Aber die Dinge entstehen richtiggehend aus einem bloßen Potenzial in dem Moment, wo wir sie in einer bestimmten Perspektive betrachten, extrem abhängig von uns selber. So sagen die Chittamatrins in ihrer traditionellen Sprache, Subjekt und Objekt entstehen aus einem Karma, das gleichzeitig Subjekt und Objekt hervorbringt. Ich weiß, dass viele Physiker und so weiter Chittamatra-Fans sind, weil das eine Ausdrucksweise ist, die sie irgendwie offenbar nachvollziehen können mit ihren Forschungen. Dass in Wirklichkeit die Welt eigentlich mehr aus einer inneren Konditionierung entsteht. Und das, was uns als äußere Welt erscheint, hauptsächlich aus einem bestimmten Potenzial in uns selber entsteht, aus einer gewissen Sichtweise.
Gut, die Madhyamaka-Philosophie von Nagarjuna benutzt wieder das Wort äußere Welt, aber damit meinen sie bestimmt nicht eine Welt, die völlig unabhängig vom Subjekt ist. Sie sprechen hauptsächlich davon, dass es keine wahrhafte Existenz gibt und keine inhärente Existenz. Andere Worte sind dafür, dass es keine Existenz von der eigenen Seite gibt oder aus eigener Kraft oder wesenshaft. Also das, was hier verneint wird, ist, dass da etwas existiert, was völlig unabhängig von anderen existieren kann, insbesondere unabhängig vom Betrachter eine Eigenexistenz hat. Ne? Die wahrhafte Existenz zielt hauptsächlich darauf auch, dass es eine Illusion ist, zu glauben, dass etwas unabhängig vom Betrachter existiert. Die tiefgründigste Philosophie, die Prasangika Madhyamikas nennt man die, die verneinen die sogenannte inhärente Existenz. Ihr könnt mal googeln, was das heißt. Da wird man fündig. Inhärent heißt innewohnend. Als wenn in den Dingen ihre Existenz innewohnt. Und genau das bezweifeln sie. Sie sagen, wenn man eine Sache untersucht, also wie gesagt eine letztliche Analyse anstellt, dann findet man sie nicht in sich selber. Was aber nicht bedeutet, dass sie nicht existiert, sondern dass sie in einem unendlichen Zusammenhang existiert, den wir niemals begrifflich fassen können. Wie sollen wir das ganze Universum begrifflich fassen? Begriffe trennen übrigens die Dinge sowieso schon künstlich. Wenn ich sage, ich, ist da kein Du, aber natürlich gibt es nur ein Ich, weil es ein Du gibt, wie Martin Buber deutlich gemacht hat. Es gibt auch eine dialektische Philosophie im Judentum, die auch in diese Richtung geht. Da habe ich auch jüdische Professoren kennengelernt. Die sprechen schon, ich glaube, alle Religionen deuten darauf hin, dass Dinge Beziehungsphänomen sind. Alles ist Beziehung. Aber eine Beziehung kann man nicht einfach mit einem Wort fassen, oder? Diese Einheit, die zwischen Menschen entstehen kann, kann man oft nicht mit einem Begriff fassen oder so. Zwischen verschiedenen Phänomen existiert eine bestimmte Beziehung sozusagen und die letztlich vor einem unendlichen Hintergrund existiert. Und du findest das nicht einfach in einer Seite. Ne? Es gibt eben kein Ich ohne Du, obwohl in dem Ausdruck Ich eben gar kein Du enthalten ist. Oder? Das ist sogar genau das Gegenteil. Ne? Und das Spielchen können wir dann weiter treiben. Es gibt kein Hier, wenn es kein Dort gibt, oder? Es gab ja mal, als es Ausländerfeindlichkeit sehr stark gab, den Ausdruck, überall sonst bist du auch Ausländer. Das heißt, was bin ich denn jetzt? Bin ich Inländer oder Ausländer? Wenn ich irgendwo anders hingehe, bin ich Ausländer, hier bin ich Inländer. Oder solche Ausdrücke wie groß und klein, ne? Die sind nur relativ, es gibt kein Groß an sich. Früher dachte ich immer, ich wäre groß, mittlerweile werden die Jugendlichen viel größer, dann werde ich immer kleiner. Und wenn es hier Riesen kommen würden, würde ich plötzlich merken, dass ich winzig bin. Gegenüber anderen bin ich nach wie vor groß. Also ich bin nur relativ groß oder klein. Ne? Und das können wir auf alles beziehen. Das heißt, solche Begriffe wie zum Beispiel Subjekt und Objekt machen nur bezogen aufeinander Sinn. Es gibt nur ein Subjekt, wenn es ein Objekt gibt, oder? Die Tibeter nennen Subjekt schon Objektbesitzer, also darin ist es drin. Wenn es kein Objekt gibt, gibt es kein Subjekt. Aber das Objekt ist ja gerade nicht das Subjekt. Das heißt, deshalb wird das Subjekt definiert durch etwas, was es nicht ist, nämlich das Objekt. Und es ist sogar wechselseitig. Es gibt nur ein Subjekt, weil es ein Objekt gibt, und ein Objekt, weil es Subjekt ist. Also wechselseitig. Das ist eine universelle Mystik. Ich habe die auch im Judentum gefunden. Ich vermute, sie gibt es auch im Islam, bei den Sufis und so weiter. Die Welt ist polar aufgebaut. Ihr kennt ja auch Yin und Yang. Und die Pole sind immer voneinander abhängig. Ne? Der eine Pol kann nicht ohne den anderen Pol. Das gilt sogar für Gegensätze. Das heißt, es gibt nur gut, weil es schlecht gibt. Ne? Es gibt nur schwarz, weil es weiß gibt und so. Es ist alles wechselseitig. Gerade die Dinge, die sich widersprechen, sind gerade voneinander abhängig. Die Gegensätze sind voneinander abhängig. Es ist also alles mit allem verbunden. Ja, und das, deshalb sagen sie, es gibt keine inhärente Existenz. Wenn man irgendwas analysiert, kann man es nicht in sich selber finden, sondern nur durch Betrachtung von etwas, was es nicht ist. Ne? Und damit erkennt man die Leerheit, weil die Leerheit ist die Verneinung davon,
dass etwas aus sich heraus einfach da ist in der Sache. Und das scheint die tiefgründigste Erfassung der letztlichen Realität zu sein. Also wir können das auch auf andere Dinge übertragen, zum Beispiel Mann gibt es nur, weil es Frau gibt es nur, weil es Mann gibt oder so etwas. Das sind alles solche Polaritäten. Ne? Das eine steht immer vor dem Hintergrund des anderen. Auch solche Begriffe wie Gift oder Medizin sind nur relativ, oder? Es gibt keine Substanz, die an sich Medizin ist oder Gift. Zum Beispiel Penicillin ist ursprünglich ein Gift, ein Schimmelpilz oder sowas. Funktioniert aber als Medizin, wenn jemand eine entsprechende Krankheit hat. Also nicht in der Substanz ist Medizin, sondern nur in Bezug auf jemanden, der das gut verträgt, ist das Medizin. Wenn du übrigens wieder gesund bist, solltest du kein Penicillin nehmen, weil es dich krank macht. Dann ist es wieder ein Gift, ne? Ja, insofern sind alle Dinge tatsächlich wechselseitig abhängig und wenn man etwas sucht, findet man es nicht in sich selber. Zum Beispiel ein letztes Beispiel, zum Beispiel der Präsident der Vereinigten Staaten, der existiert auch nicht in sich selber, ne? Mittlerweile haben wir da Herrn Biden, also es wechselt ja auch dauernd, wer Präsident ist, das ist auch schon mal eine Sache. Wenn es inhärent wäre, müsste irgendjemand immer Präsident sein, ne? Aber zum Beispiel Herr Biden, in seinem Körper und Geist werdet ihr nicht finden, dass er der Präsident der Vereinigten Staaten ist. Sondern was macht den Präsident der Vereinigten Staaten aus? Die Anerkennung des Volkes, dass er der Präsident ist, die auf eine bestimmte Weise durch eben den Eid, den er schwört, der dann anerkannt wird vom Verfassungsgericht, dadurch wird er Präsident tatsächlich. Durch etwas, was außerhalb von ihm stattfindet, nicht in ihm. Ne? Wir haben das ja schon manche Male schmerzhaft erlebt, dass man in Amerika auch immer nicht weiß, wer die Wahl gewonnen hat, oder? Also objektiv hat sogar jemand schon bestimmte Stimmen bekommen, aber du weißt immer noch nicht, ob er Präsident ist, weil entscheidend ist, ob die Gerichte zum Beispiel entscheiden, dass der jetzt gewonnen hat. Ne? Das war damals bei Bush Junior, da hat wahrscheinlich der Gore mehr Stimmen gehabt, aber die Verfassungsrichter haben gesagt, der andere hätte gewonnen. Dadurch ist Bush Präsident geworden, obwohl er noch nicht mal die meisten Stimmen hatte. Oder auf die das, daran sehen wir, dass sowas wie Präsidentschaft durch Narrativ entsteht, durch Benennung. Ne? Solange sehr abstrakte Sachen funktionieren, dass Leute in einem Staat nach bestimmten Kriterien jemanden quasi die Präsidentschaft anerkennen, solange ist er Präsident. Und dann ja ein äußerst wirksames Phänomen. Ne? Er kann große Verträge unterzeichnen und so weiter. Wenn er dann eine Wahl gewonnen hat und ein anderer vereidigt wird, ist die gleiche Person mit dem gleichen Körper und Geist plötzlich kein Präsident mehr und hat nichts mehr zu melden. Ne? Das nennt man, dass alle Phänomene von Benennung des Geistes, von Interpretation abhängig sind. Das heißt, Herr Biden als Präsident existiert nicht von seiner Seite als Präsident, sondern nur in Bezug auf Leute, die ihn als solches interpretieren. Aber das durchaus nach gültigen Kriterien. Zumindest sollte man sich daran halten. Eine Demokratie hat bestimmte Kriterien, wann jemand Präsident ist. Wenn Leute das nicht mehr anerkennen, ist eh vorbei mit Präsidenten der Vereinigten Staaten. Dann funktioniert das nicht mehr. Ja, Harari in seinem Buch sagt zum Beispiel auch, wie eine große Firma existiert, wie Peugeot. Ne? Er sagt, das ist ein bloßes Narrativ. Das heißt, es gibt dieses Bild da von diesem Löwen, der da steht. Das ist Peugeot-Zeichen. Ne? Dieses Label wird auf ein Auto draufgeknallt sozusagen und dann sagt man Peugeot. Und man spricht von einer Firma Peugeot. Aber selbst wenn alle Mitarbeiter ausgewechselt würden und sie ganz andere Autos herstellen, solange der Name Peugeot existiert, gibt es die Firma Peugeot noch. Es sind gar nicht so sehr die Leute oder die Autos, es ist ein Narrativ. Wir kaufen ja auch gerne ein Produkt, das einen besonderen Namen hat, wie zum Beispiel Apple, oder? Einerseits ist da eine Benennungsgrundlage, dass sie vielleicht ganz taugliche Smartphones bauen, aber das Apple-Dasein ist davon abhängig, dass Menschen diesen Begriff akzeptieren, Apple. So lange existiert die Firma. Wenn Apple zum Beispiel insolvent werden würde und das Gericht irgendwann sagt, sie dürfen diesen Namen nicht mehr gebrauchen, ist es vorbei mit Apple. Selbst wenn die Mitarbeiter noch da sind und die Smartphones, würde es kein Apple mehr geben. Was wir unter Apple verstehen, ist letztlich ein Narrativ. Und so existieren alle Phänomene als Narrativ, wie man das heute gerne nennt. Das haben auch viele westliche Philosophen mittlerweile verstanden und Physiker und Wissenschaftler.
Das Ich ist auch ein bloßes Narrativ, eine sogenannte Erzählung. Ne? Wie Erzählungen funktionieren, könnt ihr übrigens in Wahlkämpfen mittlerweile sehr gut sehen. Etwas schmerzhaft haben wir ja erkannt, dass die Leute nicht hauptsächlich wählen wegen Argumenten, sondern weil eine gute Geschichte erzählt wird. Ne? Also jemand sagt irgendwie Make America Great Again, und das ist irgendwie eine Story, ganz egal, ob sie wirklich Inhalt hat, aber daraufhin, das erweckt Emotionen und dann wählt man den vielleicht. Obama hatte Yes, we can oder sowas. Also Leute reagieren sehr viel mehr auf Erzählungen, auf Narrative. So entstehen bestimmte Phänomene, die man dann wählt oder nicht. Das ist gar nicht so sehr die objektiven Fakten, die da ablaufen, sondern gewisse Interpretationen dieser Realität. Gut, also das sind drei Ebenen des abhängigen Entstehens. Also alle Produkte wie ein Auto zum Beispiel sind abhängig von ihren Ursachen. Das ist nicht schwer zu verstehen. Das, woraus man halt ein Auto baut, die Stoffe, die da so eingehen in das Auto. Dann hat ein Auto viele Teile wie Steuerrad und Räder und so weiter. Aber auch ein Auto muss zum Beispiel als Auto verstanden werden. Ne? Wenn ein sogenannter Marsmensch auf die Welt kommt und sieht einen Mercedes, den wir als Mercedes sehen, kann er nicht verstehen, was das ist. Wir müssen ihm erst erklären, dass es hier Straßen gibt und dass die Leute da gerne rumfahren und damit irgendwas verbinden und sowas, dass man das Autoverkehr nennt. Das Phänomen an sich von der eigenen Seite her ist noch nicht das, was wir unter Auto verstehen. Das muss man in einem Kontext verstehen. Und es gibt ja wohl auch keine wirklichen Autos ohne Straßen oder Leute, die fahren oder sowas. Also Auto ist auch ein komplexes Narrativ, was aber nicht heißt, dass es Autos nicht gibt. Wir müssen das Extrem vermeiden oder die beiden Extreme, dass die Dinge aus sich selbst heraus existieren, das nennt man Eternalismus, oder dass sie gar nicht existieren, das nennt man Nihilismus. Und dazwischen ist der mittlere Weg, dass man versteht, alle Phänomene existieren in Wirklichkeit nur durch Beziehung zu anderen. Sie sind leer von Selbstexistenz, was aber nicht heißt, dass sie gar nicht existieren, sondern das ist ihre Existenzweise. Der erste Vortrag des Dalai Lama in Hamburg 1982 hieß die Vereinbarkeit des abhängigen Entstehens und der Leerheit. Ist bestimmt keiner hingegangen wegen diesem Titel, das ist ja viel zu abstrakt. Wir wollten den Dalai Lama sehen. Aber dem Dalai Lama war wichtig, diese Dinge zu erklären. Für ihn ist das eine entscheidende Tatsache. Wenn jemand das Wort Leerheit hört, denkt er vielleicht, die Buddhisten sind Nihilisten. Die sagen, die Dinge existieren gar nicht. Das ist aber nicht gemeint, sondern das abhängige Entstehen existiert. Gerade weil die Dinge abhängig entstehen, sind sie leer. Und weil sie leer sind, sind sie abhängig. Das ist wechselseitig voneinander abhängig. Wenn man in das Extrem gerät, dass die Dinge gar nicht existieren, ist man im Extrem. Und wenn man denkt, die Dinge existieren aus sich selbst, ist man auch im Extrem. Dazwischen ist der mittlere Weg. Die meisten denken im Buddhismus beim mittlerer Weg daran, dass man nicht zu viel isst oder zu wenig isst. Das ist sehr oberflächlich. Das ist auch richtig, aber der eigentliche mittlere Weg ist philosophisch zwischen Nihilismus und Eternalismus. Und eben die Schule von Nagarjuna heißt Madhyamaka, die Schule des mittleren Weges. Alle Buddhisten möchten übrigens in der Mitte sein, aber unter letztlicher Analyse sind wahrscheinlich nur die Madhyamikas vollständig in der Mitte zwischen den Extremen. Selbst andere Buddhisten halten die Dinge für noch zu sehr selbstexistent. Im Hinayana gibt es keine Diskussion darüber, ob die Phänomene aus sich selbst heraus existieren. Das wird selbstverständlich akzeptiert. Erst im Mahayana bezweifelt man das. Insofern ist das wirklich eine gewaltige Weiterentwicklung. Aber diejenigen, die den Madhyamikas folgen, sagen, dass man diese Leerheit verstehen muss, dass man die Leidenschaften nicht beseitigen kann, wenn man nicht wirklich versteht, wie die Dinge letztlich existieren. Selbst oberflächlichere Erkenntnisse, wie dass es kein Ego gibt, reichen dafür nicht, sondern du musst alle Phänomene letztlich befreien von solchen Konzepten oder Projektionen von Inhärenz. Also diese Dinge, die vielleicht sehr abstrakt wirken, sind wirklich nicht gemeint, nur weil es interessante Philosophie ist oder man besonders clever damit auftreten kann, sondern das sind therapeutische Dinge. Das heißt, wenn du die Dinge wirklich siehst, wie sie sind, also abhängiges Entstehen und daraus auch die Leerheit schlussfolgerst,
dann löst du dich von übertriebenen geistigen Reaktionen, die man Leidenschaften nennt, wie Hass, Gier, Stolz, Neid und so weiter. Und letztlich überwindest du die Unwissenheit, natürlich auch die falsche Vorstellung eines Egos, und damit erreichst du Nirvana. Nirvana ist die Beseitigung aller Leidenschaften. Nicht der Person, sondern der Leidenschaften, das ist ein Unterschied. Im Nirvana ist jemand, der tatsächlich kein Hass, Gier und Unwissenheit mehr hat. Das ist nur möglich, wenn er die Leerheit verstanden hat. Ne? Und wenn das Ganze im Kontext des Mahayana passiert, mit der Absicht, die Buddhaschaft zum Wohl der Wesen zu erreichen, dann praktiziert man auch diese Erkenntnis der Leerheit. Das nennt man dann die Vollkommenheit der Weisheit, Prajnaparamita. Und dann erreicht man einen unglaublichen Zustand, den man Buddhaschaft nennt. Da hat man sogar noch viel mehr positive Eigenschaften und kann zum Wohle der Wesen wirken. Also diese relativ abstrakte Philosophie, die ich heute berichtet habe, ist sehr konkret gemeint dafür, damit man anderen mehr helfen kann, ne? Indem man seinen eigenen Geist befreit von Unwissenheit und sich dann daran machen kann, mit geschickten Mitteln andere Leute von Unwissenheit zu befreien, sodass letztlich alle möglichst einen Zustand des Glücks und der Erfüllung finden auf verschiedenen Ebenen. Ne? Gut, so viel vielleicht für heute zu dem, was mit Leerheit ungefähr gemeint ist. Gibt es da im Moment Fragen oder Anmerkungen? Ja? Der mittlere Weg, ja. Wird der von einem Bodhisattva beschritten, wenn er nicht ins Nirvana geht, sondern bleibt zur Befreiung der anderen Lebewesen? Ja, wunderbare Frage. Also Mitte gibt es in verschiedenster Hinsicht. Also Mitte wird übrigens von vielen großen Philosophen immer als das Richtige gesehen. Aristoteles lehrt die Mitte zwischen den Extremen. Die chinesische Philosophie ist immer die Philosophie der Mitte. Das ganze Land ist ja das Land der Mitte sozusagen. Viele haben erkannt, beim Orakel von Delphi soll über der Tür nicht nur gestanden haben, erkenne dich selbst, sondern auch alles in Maßen, heißt es. Das heißt, nie ins Extrem gehen, sozusagen. Das kannst du auf verschiedenste Dinge jetzt übertragen. Du kannst es tatsächlich auf dein praktisches Leben übertragen, auf deine Ernährung. Dann solltest du weder zu asketisch sein, dass du dich zu Tode fastest, noch solltest du dem Wohlleben sozusagen frönen. Ne? Das wäre eine Mitte. Aber die andere Mitte ist philosophisch, dass du den Dingen weder zu viel Eigenexistenz gibst, noch ihre Existenz völlig vernichtest. Und der Bodhisattva ist auch bei seiner Motivation in der Mitte. Das wird aber oft missverstanden, dass man sagt, der Bodhisattva will gar nicht ins Nirvana oder ein Buddha werden. Das stimmt so nicht. Der Bodhisattva strebt kein Nirvana an, das man ein stilles Nirvana nennt. Das heißt, ein Nirvana, wo du selber aus allem Leiden raus bist, aber nichts mehr zum Wohl der Wesen im großen Stil machst. Ne? Das möchte er meiden. Und natürlich will er auch nicht im Extrem des Sansara sein, das ist klar. Aber er will nicht ins Extrem des Nirvana. Das würde bedeuten, eine Form von Nirvana, wo du mehr oder weniger passiv bist. Ne? Es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass du eine so Art Erlösung erreichst, wo du dann in einem reinen Land geboren wirst und auf dem Lotus glückselig vor dich hin meditierst. Aber die Wesen haben nicht so viel davon. Ne? Das will ein Bodhisattva nicht, sondern sein ganzer Weg ist darauf ausgerichtet, dass er anderen konkret helfen kann. Dafür muss er sich ja zeigen. Ne? Und deshalb strebt ein Bodhisattva das höchste Nirvana eines Buddha an, das nicht passiv ist, das nicht verweilende Nirvana nennt man das. Ne? Und deshalb hört man manchmal, dass ein Bodhisattva gar kein Nirvana will, das wird aber manchmal missinterpretiert. Er will kein passives Nirvana. Das, was ein Arhat macht, dass er seine Glückseligkeit einfach genießt, hält er für ein Extrem. Ne? Also eine Erlösung, wo du dich nicht vollkommen für das Wohl der Wesen sozusagen arbeitest, ist keine vollkommene Erlösung. Das ist aus meiner Sicht auch verständlich, weil der Mensch ist immer ein Einzelwesen und mit anderen zusammen. Das gehört auch zur Leerheit übrigens. Wir sind niemals völlig von anderen getrennt, aber wir sind auch niemals vollkommen mit ihnen vereint, sondern allein mit anderen heißt es im Existenzialismus zum Beispiel. Und aus Mahayana Sicht wäre es unvollständig, wenn du nur dein mit dir sein erledigst, indem du Nirvana erreichst. Du musst auch deine Verantwortung für das mit anderen sein erledigen.
Das heißt, du kannst dich einfach für dich religiös alles klar machen und negieren, dass du über wahrscheinlich viele Leben mit anderen sehr eng verbunden warst, sondern du musst dich um die kümmern. Sonst wäre das keine echte Erlösung. Deshalb kritisiert das Mahayana in gewisser Weise eine Heilsvorstellung, die nur die eigenen Schäfchen ins Trockene bringt. Natürlich haben wir das Recht dazu. Mahayana wird nicht bezweifelt, dass Arhats große Heilige sind. Die haben auch keine Leidenschaften mehr. Aber sie sprechen sogar von einem subtilen Egoismus. Das heißt, dass sie nur ihre eigene Glückseligkeit im Fokus haben und nicht so sehr die der anderen. Ja, daher kommt das berühmte weder Sansara noch Nirvana. Also nicht in beiden Extremen. Aber die Mitte ist immer gut. Ein Freund von mir, ein Quantenphysiker, hat eine Philosophie der Mitte aufgestellt. Das ist so eine X-Philosophie. Er sagt, die Pole in der Welt, das sagt er auch, sind nicht das Problem. Es gibt immer zwei Pole. Das Problem liegt immer im Extrem im gleichen Pol. Zum Beispiel politisch gesehen gibt es in den großen Demokratien früher zumindest eine konservative Partei und eine liberale. Die eine hat sich traditionell auf die Fahnen geschrieben, dass sie das Gute erhalten will, die alten Werte, das ist das Konservative. Die anderen wollen etwas Neues reformieren und schaffen. Das ist kein Problem, weil man muss im Leben manchmal die Werte erhalten und aber auch neue schaffen, oder? Und es ist sehr klug, wenn eine Demokratie manchmal mehr das eine im Fokus hat, manchmal das andere. Aber wenn die Konservativen extrem werden, dann wird es diktatorisch und tyrannisch. Das ist ein Extrem. Wenn die Liberalen extrem werden, sind sie anarchisch oder ohne jede Disziplin oder sowas. Und deshalb sind die Pole immer okay. Aber die Mitte geht verloren, wenn der jeweilige Pol extrem wird. Extreme sind immer schlecht. Das heißt übrigens nicht, dass man unemotional ist, wenn man keine Extreme mehr hat, sondern man hat nicht mehr solche völlig durchgeknallten Emotionen, die einfach nicht angemessen sind. Also Hass und Gier sind aus buddhistischer Sicht keine wünschenswerten Emotionen, sondern es sind völlige Übertreibungen. Aber intensive Liebe und so weiter ist eine angemessene Emotion. Und je weniger du Störungen im Geist hast, kannst du solche reinen Emotionen überhaupt eher hervorbringen. Aber viele Leute haben den Eindruck, wenn ich nicht mehr so viel Anhaftung habe, ist nicht mehr viel los oder so. Die kennen das halt nicht anders. Im Dharma sagt man, Anhaftungslosigkeit ist reine Glückseligkeit. Das kann man natürlich nur schwer verstehen. Gerade wenn man keine Anhaftung mehr hat, dann ist nicht nur negativ, dass man keine Anhaftung mehr hat, man ist glückselig. Ne? Man lebt in einer inneren Freude. Gerade durch die Abwesenheit davon, dass du immer was willst und immer noch was anderes und Besseres. Ne? Und wenn du nicht mehr hast oder sowas, ist das auch kein Problem. Das ist nur gut für dich. Er schließt übrigens nicht aus, dass du irgendwelche schlimmen Leute im Zaun hältst. Dazu brauchst du aber nicht hassen. Du kannst entschieden dagegen vorgehen, dass Leute anderen schaden. Teilweise sogar mit drastischen Mitteln. Aber du machst es nicht aus Hass. Du willst niemanden zerstören, um des Zerstören willst. Das ist extrem, ne? Gut, wir wollen vielleicht abschließend noch eine kurze Meditation eben zu diesen drei Ebenen des abhängigen Entstehens machen. Man nennt das abhängige Entstehen den König der Argumente für die Leerheit. Das heißt, wenn man wissen will, was die Leerheit ist, ist das Argument, etwas ist leer, weil es abhängig existiert. Auf drei Ebenen abhängig, ne? Der Dalai Lama bei seinem letzten Besuch in Hamburg, glaube 2014, hat gesagt, wir sollten täglich so oft wie möglich das abhängige Entstehen reflektieren. Hat er uns als Hausaufgabe quasi gegeben. Quasi bei allem, was du siehst, insbesondere wenn du merkst, dass du extreme Einstellungen entwickelst, schau wirklich hin, wie es existiert. Und dann wirst du merken, dass es abhängig von zahllosen Faktoren entsteht. Und dann wirst du weniger Leidenschaften haben und die Dinge korrekter sehen. Und dafür untersucht man verschiedenste Dinge und analysiert sie auf ihre Abhängigkeit und schließt darauf auf ihre Leerheit. Da kann man zum Beispiel etwas Körperliches analysieren. Das ist vielleicht am einfachsten, das wollen wir heute auch machen. Sehr gut ist übrigens auch zu analysieren, wie Geld existiert. Ne? Weil bei Geld kann man besonders gut erkennen, dass es nicht aus sich heraus Wert hat, oder?
Der Schein da hat ja keinen Wert, wenn die Leute es nicht als Euro benennen, beziehungsweise wenn der Euro nicht mehr im Umlauf wäre oder nicht mehr entsprechenden Wert hätte, dann hätte dieser Geldschein keinerlei Bedeutung. Geld ist ein Narrativ, das wir auf bestimmte Dinge projizieren. Aber noch ein, also an Geld kann man das sehr gut studieren. Gesche Rapten, einer meiner Lehrer, sagte, er hätte das erste Mal die Lehrheit verstanden, als sein Lehrer über Geld gesprochen hat. Dass er ihm klar gemacht hat, der Wert des Geldes liegt nicht im Geld, sondern was wir auf das Geld projizieren, sozusagen, durch unsere Beilegung. Deshalb sagt man auch manchmal, die Dinge sind wie ein Spiegelbild. Das heißt, das Spiegelbild entsteht ja nicht dadurch, dass im Spiegel jemand ist, sondern da steht jemand davor und dadurch entsteht das Bild. Gut, das geht in diese Richtung. Aber man kann zum Beispiel analysieren, ob körperliche Phänomene abhängig existieren und deshalb leer sind, ob geistige Phänomene abhängig sind und deshalb leer sind. Dann gibt es auch noch Produkte, die weder Körper noch Geist sind, wie zum Beispiel eine Person oder die Zeit oder so etwas. Das sind Produkte, aber weder Körper noch Geist. Ne? Aber alle sind sie abhängig. Und dann gibt es sogar beständige Phänomene wie den Raum und so weiter. Auch der ist abhängig, wie Einstein uns gezeigt hat. Alles ist wirklich abhängig. Aber unsere Leidenschaften beziehen sich hauptsächlich auf Produkte. Und ganz besonders auch natürlich neben unseren geistigen Aspekten auch auf materielle Dinge, wie zum Beispiel ein Auto. Ne? Deshalb lohnt es sich, das Abhängigentstehen mal durchzumeditieren anhand eines Autos. Das wollen wir abschließend für heute mal machen. Ja, wir setzen uns in eine Körperhaltung, die geeignet ist. Körper und Geist sind auch wechselseitig voneinander abhängig. Das sind auch so ein Wechselpaar. Und wenn wir uns in eine bestimmte Körperhaltung begeben, dann werden dadurch die Energien in unserem Körper verändert und vorbereitet darauf, dass auch der Geist mehr nach innen geht. Die feinstoffliche Energie fließt dann besser und wird mehr gesammelt. Deshalb kann man sich in Schneidersitz setzen oder auf den Stuhl, die Füßflächen gut auf den Boden bringen, Hände in Schoß legen, den Rücken recht aufrecht, der Kopf fällt ein bisschen nach vorne, wie eine volle Ehre an ihrem Halm. Und die Augen können wir eigentlich schließen, wenn wir da nicht müde werden. Wenn das der Fall ist, lassen wir sie leicht geöffnet und richten sie vor uns auf den Boden. Und wir machen uns zunächst deutlich, dass wir als Lebewesen glücklich sein wollen und nicht leiden wollen. Und wir haben offenbar schon verstanden, dass man nicht allein mit äußeren Dingen tieferes Glück erreichen kann, echten Frieden. Und deshalb interessieren wir uns für Dharma, für Geistesschulung, insbesondere Meditation, den Königsweg, den Geist weiterzuentwickeln. Und haben uns deshalb in eine Körperhaltung begeben, die für die Meditation geeignet ist. An einem Ort, der für Meditation vorbereitet ist, sogar ein Tempel, sehr gute Umstände vorhanden sind, ist relativ ruhig. Und jetzt richten wir unsere Aufmerksamkeitsfähigkeit zunächst auf unsere körperliche Erfahrung, die wir gerade machen, insbesondere mit unserem Tastsinn. Wir gehen unseren Körper einmal durch, vielleicht von oben bis unten, heute relativ zügig. Schauen, ob wir unser Gesicht entspannen können. Schultern, Rücken, Bauchdecke. Und bleiben mit unserer Aufmerksamkeit einmal ganz beim Körper.
Wenn andere Gedanken aufkommen, ist das vollkommen natürlich. Wir ärgern uns nicht darüber, sondern bemerken es mit Selbstbeobachtung und gehen mit Vergegenwärtigung, Satipatthana, immer wieder zum Meditationsobjekt zurück, in dem Fall den Körper. Und indem wir uns des Körpers bewusst werden, kommen wir ganz in die Gegenwart, ins Hier und Jetzt. Körperliche Erfahrung ist immer ganz in der Gegenwart. Im Gegensatz zum Denken, das immer in Vergangenheit und Zukunft ist. Und dann gehen wir weiter und beobachten den Atem, wo wir ihn am besten spüren können. Entweder wie die Bauchdecke sich hebt und senkt. Oder die leichte Tastempfindung unterhalb der Nase beim Ein- und Ausatmen. Wir brauchen den Atem nicht bewusst zu verändern, wir lassen ihn ganz natürlich fließen, aber sind uns bewusst, dass wir ein- und ausatmen. Wir brauchen einmal nichts zu tun, nichts zu erreichen, für unser Ego einfach nur zu atmen und uns dessen bewusst sein. Es kann einen schon freudiger stimmen, heiterer. Und wiederum, wenn andere Gedanken kommen, nehmen wir das zur Kenntnis. Ärgern uns nicht darüber, aber bemerken es mit Selbstbeobachtung und gehen mit Vergegenwärtigung wieder zurück, in dem Fall zum Atmen, immer aufs Neue. Und so wird unser Geist langsam etwas ruhiger, neutraler, überflüssige Gedanken kommen zur Ruhe. Und das erlaubt uns, eine analytische Meditation über die Leerheit eines materiellen Objektes durchzuführen. Und dabei achten wir mal darauf, was uns im Geist, auf den wir uns jetzt richten, spontan erscheint, wenn wir uns ein Auto vorstellen. Zum Beispiel, wenn wir ein Auto kaufen wollen und Autos sehr gern mögen, wie sich das Auto erscheint in dem Moment, wo wir das Richtige gefunden haben, im Geschäft vielleicht, zum richtigen Mögen und Abneigung haben, erscheint es uns auch auf eine bestimmte Weise als etwas, was an sich negativ ist. Wenn wir an Autos eine gewisse Anhaftung haben, erscheint uns das Auto, als hätte es eine Art Strahlenkranz, besondere Kraft, die uns auch selber Glanz verleihen kann, wenn wir dieses Auto besitzen. Auf jeden Fall, wenn wir diesen Begriff Auto hören, entwickeln sich oft ganz klare Zuordnungen von, dass man das besonders mag oder nicht mag, als wenn in diesem Auto selber ein Wesen wäre, das an sich sehr positiv ist und glückverheißend oder eben negativ und leidverheißend. Aber aus sich heraus scheint dieses Auto eine besondere Kraft oder ein Wesen zu haben, was in diesem Auto vorhanden ist, ganz konkret. Wir achten mal ein bisschen drauf, wie uns das erscheint, als wenn da von sich aus etwas ist, was Auto ist und eben besonders positiv oder negativ. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob das Auto tatsächlich so existiert, wie es uns spontan mehr oder weniger erscheint. Das erste ist, dass wir uns die Abhängigkeit des Autos von Ursachen und Bedingungen deutlich machen. Dabei besteht das Auto aus einem Kontinuum seiner materiellen Bestandteile, die ihm vorangehen, wie zum Beispiel Metalle, Gummi, Leder und so weiter.
Das Kontinuum dieser Bestandteile lässt sich bis auf die frühe Phase der Entwicklung der Erde zurückführen. Die Bestandteile entstanden sogar bei der Explosion ferner Sonnen. Das Gummi geht ursprünglich auf Pflanzen zurück, die wiederum unter dem Einfluss der Elemente von Wasser, Erde, Feuer und Luft entstanden sind und dann als Material genutzt werden konnten. Ein unendliches Kontinuum von zahllosen Produkten ist in dieses Auto eingegangen. Das Leder beruht auf der Existenz von Tieren, die über eine lange Evolution entstanden sind. Und wenn wir das sehen, erkennen wir, dass dieses Auto tatsächlich nicht einfach so da ist, sondern aus dem Kontinuum zahlloser Ursachen mannigfaltiger Art entsteht, multikausal. Und das löst ein wenig dieses Haften an Selbstexistenz. Darüber hinaus ist das Auto abhängig von Bedingungen, das heißt Faktoren, die nicht selber zum Auto werden, aber für die Entstehung notwendig sind. Das betrifft zum Beispiel die Arbeiter am Bergbau, die Bauern auf dem Feld, die Viehhalter, Konstrukteure, Montagearbeiter. Die werden nicht selber zum Auto, aber sie sind notwendig für dessen Entstehung. Das nennt man Bedingungen. Und damit haben wir auf einer gewissen Ebene die Abhängigkeit des Autos von Ursachen und Bedingungen erkannt, was das Greifen nach Selbstexistenz vielleicht schon ein bisschen löst. Auf der zweiten Ebene machen wir uns die Abhängigkeit des Autos von Teilen deutlich. Bekanntermaßen besteht ein Auto aus Motor, Getriebe, Räder, Steuerrad und so weiter. Zahllose Teile und Atome. Unabhängig von diesen Teilen gibt es kein Auto. Du kannst nur von einem Auto sprechen, wenn all diese Teile vorhanden sind. Mannigfache Teile. Und wenn man so versteht, dass ein Objekt wie ein Auto aus den unterschiedlichsten Teilen besteht, dann ist auch klar, dass so eine einfache Zuordnung wie nur gut oder nur schlecht oder attraktiv oder unattraktiv ziemlich sinnlos ist. Besteht aus vielen, vielen Teilen verschiedenster Art. Und damit löst sich auch schon das Greifen nach Selbstexistenz. Aber dann kommt die tiefste und letztliche Abhängigkeit dieses Objektes, des Autos, die in der Mahayana-Philosophie nach Nagarjuna als die Abhängigkeit von Benennung und Interpretation des Geistes erläutert wird. Tatsächlich bilden selbst all diese Ursachen, Bedingungen und Teile des Autos noch nicht ein Auto, wenn dieses Objekt nicht auch vom Subjekt in entsprechenden Kontext als solches verstanden oder konstruiert wird. Wenn wir nicht wüssten, dass es Menschen gibt, die auf Straßen mit einem solchen Objekt hin und her fahren und die ganze Entstehungsgeschichte kennen würden, wenn wir das nicht könnten, wüssten wir nicht wirklich, womit wir es da zu tun haben. Das Auto existiert abhängig von diesem Kontext, den wir da rein interpretieren. Die bloßen Teile und Ursachen bilden noch kein Auto. Wir müssen es auch als solches verstehen und interpretieren. Das können wir übrigens auch daran sehen, dass wir manche Autos für altmodisch halten, andere für modisch und so weiter. Das hat sich dann auch geändert. Was früher sehr attraktiv war, ist heute nicht mehr so attraktiv. All solche Vorstellungen, was ein gutes Auto ist oder nicht, ändert sich unsere Interpretation vom Kontext. Und wir können feststellen, dass weder in den Ursachen noch den Teilen des Objektes das Objekt selber zu finden ist, ein Auto. Es existiert nur auf der Grundlage all dieser Teile und Ursachen als Benennung, als Interpretation.
Diese ganzen Teile und so weiter sind vollkommen leer von einem selbstexistenten Auto. Es ist ein unendlicher Prozess, unendliche Abhängigkeiten, wo man dann den Begriff Auto auf etwas projiziert. Und wenn wir das verstehen, löst das noch mehr den Griff danach, dass da ein Auto an sich ist, was an sich attraktiv oder unattraktiv ist, Begierde oder Abneigung erzeugt, was ja in unserer Gesellschaft sehr stark der Fall ist, dass manche finden Autos sehr attraktiv, hängen daran, andere lehnen sie an sich ab heutzutage. Beides ist übertrieben. Es kommt auf den Kontext an, Umstände. Und das, was uns am Anfang erschien, dieses Eigenwesen des Autos, dass da an sich ein Auto ist, das haben wir gar nicht so richtig finden können in all diesen Teilen und Ursachen und Benennungen. Das Auto selber, das Autosein haben wir nicht auffinden können. Das uns am Anfang sehr deutlich erschien und was zu starken emotionalen Reaktionen geführt hat. Und diese Abwesenheit nennt man Leerheit. Da ist etwas nicht da, was wir am Anfang sehr, sehr lebendig in dem Auto gesehen haben, sehr intensiv. Aber das lässt sich gar nicht richtig finden. Wo ist dieses Auto an sich, was so attraktiv oder unattraktiv ist? Da sind nur Ursachen, Bedingungen, Teile, Benennungen. Wir konzentrieren uns abschließend auf diese bloße Abwesenheit von etwas, was uns am Anfang, als wir das Objekt naiv beobachteten, erschien. Diese Selbstexistenz, diese Inhärenz, Unabhängigkeit. Und damit haben wir einen gewissen Impuls dessen, was man Leerheit nennt, auch wenn es zunächst schwer zu verstehen ist. Aber jetzt geben wir die Bemühungen zunächst, fahren die etwas runter, stellen uns nicht mehr diese ganzen Dinge vor, sondern neutralisieren unseren Geist, indem wir wieder den Atem beobachten. Und dann spüren wir auch wieder unseren Körper, hier auf dem Stuhl, auf der Matte sitzt. Und kommen mit unserer Aufmerksamkeit in den Raum zurück. Können das noch ein bisschen nachwirken lassen. Ja, das ist eine klassische Meditation, wie man über drei Ebenen des abhängigen Stehens meditiert, um die Leerheit eines Phänomens sich deutlich zu machen. Ist klar, dass man das nicht sofort alles versteht und genau erfährt, aber irgendwie muss man ja mal damit anfangen oder mal einen Impuls kriegen. Ne? Der große Meister Ayadeva hat gesagt, wenn man auch nur an der Existenzweise, wie einem die Dinge und die Personen erscheinen, etwas zweifelt, dann erholt sich der Daseinskreislauf davon nicht mehr. Das heißt, wichtig ist der erste Zweifel, ne? Auch wenn man noch nicht genau versteht, was da nun ist. Aber man hat mal überlegt, ob es wirklich so ist, wie es einem erscheint. Es wird gesagt, das ist so ähnlich, als wenn man Geld verliert und irgendjemand sagt, dein Bruder bestiehlt dich. Ne? Das willst du gar nicht wissen, oder? Aber das hat mal jemand gesagt. Und auch wenn du es nicht gleich glaubst, du hast im Hinterkopf, da hat jemand gesagt, dass das unfassbar der Fall ist, mein Bruder bestiehlt mich. Und wenn in Zukunft immer wieder Geld verschwindet, wenn dein Bruder kommt, dann wird das immer klarer, dass da was dran ist. Und irgendwann weißt du es, dass es so ist. Wichtig war der erste Zweifel. Wenn du den gekriegt hast, wird das andere sich ergeben, wenn du überhaupt dieses für möglich hältst. Deshalb sollten wir das nicht unterschätzen, dass wir uns überhaupt mal mit diesem Thema beschäftigen.
Selbst Buddhisten beschäftigen sich selten mit den letztlichen Ebenen von Leerheit. Das gilt als außerordentlich effektiv. Sehr, sehr gutes Karma, was direkt zur Befreiung führt. Und das wollen wir entsprechend widmen. Wenn man es dafür widmet, dass es nicht nur einem selber zugutekommt, sondern auch anderen Wesen, haben wir auch eben drüber gesprochen, wird dadurch die Anlagen sogar noch viel größer und stabiler. Und sie können auch nicht mehr so leicht zerstört werden von negativen Kräften, wie zum Beispiel Ärger und so. Das ist sonst wie so ein Waldbrand, der gutes Karma vernichtet. Aber weil wir es zum Wohl der Wesen gewidmet haben, ist das quasi abgesichert. Ja, auch abschließend möchte ich noch sagen, für die, die das vielleicht hören zu Hause, es wäre auch schön, wenn sie über PayPal oder so etwas spenden, weil das sind natürlich Kosten damit verbunden, dass ich hier bin und Vorträge stattfinden. Das wäre sehr schön, wenn man da was unterstützen könnte, damit wir das auch weiter durchführen können. Kann man ja mal überlegen. Haben ja auch viele schon gemacht in der Vergangenheit. Vielen Dank dafür. Ja, ansonsten ist die Widmung auf Seite 22. Im Land der Schneeberge bist du die Quelle allen Nutzens und allen Glücks. Mächtiger Shenresi Tenzin Gyatso, bitte verweile bis zum Ende Sansaras. Um mich in gleicher Weise zu üben, wie es Manjushri in seiner Weisheit und ebenso Samantabhadra vorgelebt haben, widme ich all dies Heilsame vollständig. Möge der kostbare höchste Geist der Erleuchtung entstehen, wo er noch nicht entstanden ist. Wo er entstanden ist, möge er nicht abnehmen, sondern weiter und weiter anwachsen. Ja, herzlichen Dank. Sagt Miriam noch was? Ja, vielen Dank, lieber Oliver. Einen schönen Gruß nach Hause. Leider könnt ihr zu Hause es jetzt nicht sehen, aber wir haben einen wundervollen Sandmandala-Tisch hier, der gerade vorbereitet wird. Ab Freitag geht es hier los, da gibt es eine kleine Eröffnung und dann beginnen hier Zeremonien. Am Freitag wird es eine Medizin-Buddha-Zeremonie mit Hayagriva geben, mit den Mönchen aus dem Kloster Serache. Und da kann man sich auch sehr schön das Sandmandala anschauen. Am Samstag auch, da wird es eine Tara-Zeremonie geben und ab 16 Uhr kann man sich schon das Sandmandala anschauen. Und am Sonntag sind wir Teil des Entdeckertages, da haben wir ein buntes Programm von Qigong, Tibet, Kaffee, Sandmandala anschauen und viel mehr. Also hier ist viel los in den nächsten Tagen und wir freuen uns, wenn ihr euch dieses wunderschöne Sandmandala anschauen möchtet. Ganz liebe Grüße aus dem Tibet-Zentrum. Und ich komme nächsten Monat. Genau, und Oliver ist nächsten Monat wieder da. Irgendwann geht es auch mal mit dieser einjährigen Kurs los, aber im Moment glaube ich noch nicht. Im Moment noch nicht, weil wir sehr viele neue Kurse haben, die jetzt gerade starten im Herbst. Also wer sich noch mit dem Thema Leerheit mehr beschäftigen möchte, es beginnt ja jetzt Parchin, Ende des Monats, und da wird das genau sehr vertieft. Dankeschön. Ich bin am ersten Mittwoch im Monat da. Okay, danke euch. Ne? Kommt gut nach Hause. Schön mit euch. Danke. So.